Also dann, herzlich willkommen zu meinem Vortrag auf der Mary Jane. Herzlich willkommen bei den DHV News Live. Vielleicht streamt ja irgendwer. Dann sind wir so eine Art DHV News Live. Ich habe vor, möglichst viele Fragen von euch einzusammeln. Ihr habt jetzt zwei top vorbereitete Vorträge hier im Angebot. Vor mir war ja Kollege Florian Risser dran mit weltweites Cannabis. Und nach mir ist mein Kollege Simon dran, der unsere Eckpunkte nochmal vorstellt und die Veränderungen, die wir da vorgenommen haben, auch nach der Cannabis-Normalkonferenz. Die meisten von euch werden das mitgekriegt haben, was wir da gemacht haben, dass wir da eben unsere Vorstellungen für die Legalisierung aufgeschrieben haben und mit euch beraten haben und da ganz viele Änderungen auch noch jetzt mal dran vorgenommen haben, die letzten zwei Wochen. Online ist er noch nicht, von daher ist das brandneuer Content sozusagen nachher vom Kollegen Simon. Ich hingegen bin ja sonst immer so furchtbar frontal unterwegs. Ich nehme mal an, die meisten von euch kennen die DHV-News. Wer von euch hat schon mal DHV-News gesehen? Ist da irgendwer, der die nicht kennt? Na, auf jeden Fall. Ja, okay, da. Paar. Normal erzähle ich ja immer irgendwas, stundenlang. Und ihr hört euch das immer stundenlang an. Ihr könnt nichts dazu sagen. Deswegen machen wir das mal umgekehrt heute. Und guck mal, ja, ob ihr Fragen habt. Und dann improvisiere ich mich da so durch. Ja, gucken wir mal irgendwie, wohin uns das führt. Ich sage nur ein paar Sachen am Anfang, die mich wichtig finde sozusagen für den ganzen Prozess der Legalisierung, für die Frage, wo stehen wir denn jetzt hier eigentlich? Und das betrifft insbesondere diese Frage der Ungeduld. Ja, also warum sind die noch nicht schon längst so weit? Warum agieren die so langsam? Das geht doch überall woanders viel schneller und so weiter. Da möchte ich so mit dem Blick von über 25 Jahren intensiver Beschäftigung mit Drogenpolitik auch Betrachtung weltweit von diesen ganzen Entwicklungen mal einen Gegenpunkt setzen und nochmal darauf hinweisen, dass das überall lange dauert. Ja, es gibt kein Land, wo das mal eben so locker flockig beschlossen wird und ein halbes Jahr später sind da irgendwelche Shops eröffnet oder so. Ja, das mag einem so vorkommen, wenn man das Ergebnis sieht. Wenn man dann irgendwie nur die Nachricht mitkriegt, oh, Malta hat das jetzt gemacht. Ja, die haben jetzt da Social Clubs legalisiert, die haben den Eigenanbau legalisiert, man darf mit 7 Gramm rumlaufen und zack, ist das auf einmal so. Ja, steht in der Zeitung. Fertig aus, beschlossen. Aber dass da jahrelang vorher auch darüber diskutiert worden ist, ja, und die Regierung schon vor Jahren erzählt hat, wir haben die Pläne, wir wollen legalisieren, ne, aber die Zeit, bis das passiert ist, ja, die haben die meisten Leute ja gar nicht mitgekriegt und denken, das geht überall super schnell, nur in Deutschland nicht. Deutschland ist so super lahmarschig unterwegs, ja. Das ist nicht der Fall. Guck mal hin, Uruguay, ja, der erste Nationalstaat, der Cannabis legalisiert hat, jedenfalls vom Beschluss her irgendwie, hat verdammt lange gedauert. Das hat etliche Jahre gedauert. Also nicht nur die üblichen 2 im Schnitt vielleicht, die die US-Staaten brauchen, die Legalisierung ankündigen, sondern viel länger. Da hat der Staatspräsident gesagt, ja, Legalisierung ist sinnvoll, aber die Leute waren gar nicht dafür. Ja, das war ein ganz ungewöhnlicher Prozess. In den USA ist es ja immer so, dass fett eine Mehrheit da ist in der Bevölkerung. Und dann, vor allen Dingen die ersten Staaten, waren alle per Volksabstimmung dann klar gemacht worden. Ja, da hat das Volk Machtwort gesprochen, so jetzt legalisier mal. In Uruguay war das umgekehrt. Ja. Da hat der Staatspräsident gesagt, Legalisierung ist voll sinnvoll und hat dann gemerkt, so, ups, da sind ja bloß 30% der Bevölkerung dafür, das können wir jetzt nicht durchziehen. Dann haben die erstmal noch eine PR-Kampagne gemacht und den Leuten das erklärt, warum sie das machen und so weiter. Und bis dann wirklich das soweit war, dass die Apotheken Gras verkauft haben, ja, sind etliche Jahre ins Land gegangen. Und auch in den USA ist das so. Da wird eben im besten Fall per Volksabstimmung beschlossen, Cannabis wird legalisiert. Dann wird auch sofort entkriminalisiert, das ist das Schöne dabei. Ja, daher habe ich das ja auch, diese Forderung nach Deutschland getragen, sozusagen. Ja, das sollte man hier auch sofort machen, ja, nicht ewig warten, bis die ganzen komplizierten Details der Legalisierung fertig sind, ja, bis wir das auch alles ausdiskutiert haben. Klar, das dauert 2 Jahre, ne, das ist in den USA auch immer so, bis sie wirklich das Gesetz fertig haben. Außer es wurde bereits ein fertiges Gesetz per Volksabstimmung verabschiedet. Da gab es auch 1-2 Beispiele, da muss die Politik gar nichts mehr machen mit bei den ganzen Details. Aber selbst dann dauert das eben noch eine ganze Weile, bis dann wirklich Shops da sind, weil da muss erstmal eine Behörde aufgebaut werden, die Lizenzen vergibt, da muss erstmal angebaut werden und bis das dann reif ist und so weiter. Ja, und im Laden landet, dauert halt. Dann Kanada, genau dasselbe. Ja, da habe ich schon vor 20 Jahren gehört, ja, Kanada ist der Hotspot, ja, da ist unheimlich viel los, cannabismäßig, da wird viel konsumiert, da ist eine lebendige Szene, eine richtige Industrie, die anbaut und so. Ja, war aber nicht so, ne? Das hat dann noch ewig gedauert. Letztendlich zwar war es relativ schnell, geht auch schneller, wenn schon ein ausgeprägtes Medizinsystem
am Start ist. Da muss man auch dazu sagen. Da ist es ja in den Ländern jedenfalls so, dass das im Prinzip dieselbe Ware ist. Na, da geht zumindest die Umsetzung was schneller am Ende. Am Ende kann man es sogar im selben Laden kaufen. Das ist bei uns halt anders. Ne? Wir haben ja extrem restriktive Bedingungen für den Anbau von medizinischem Cannabis, nur Verkauf in Apotheken. Wir haben da im Prinzip jetzt ein paralleles System, das viel anders ist, als das in den Staaten zum Beispiel ist, ne? Wo man dieselbe Dispensary hat, wo am Ende dieselbe Ware liegt und das ist relativ einfach dann umzuswitchen, eben auch für Genusskonsumenten. Also das dauert überall lange. Ja, das ist überhaupt nichts Besonderes, dass wir da so lange diskutieren jetzt in Deutschland. Was schade ist natürlich, dass die schnelle Entkriminalisierung nicht umgesetzt worden ist. Ja, das ärgert mich auch, muss ich sagen. Ja, das, wie gesagt, ich habe in den USA geguckt, ja, und dann irgendwie um die Wahl rum haben mich die ganzen Medien gelöchert. Ja, wie läuft denn das jetzt, wenn jetzt hier Legalisierung beschlossen wird? Jetzt mal theoretisch. Ne, so in der Zeit vor der Bundestagswahl, nach der Bundestagswahl, vor der Koalition, ja, als sie da verhandelt haben im stillen Kämmerlein, keiner hat was mitgekriegt, alles total geheim. Da war den Medien langweilig, ja, uns war langweilig und wir haben alle zusammen rumspekuliert, was jetzt passiert. Und da war Cannabis natürlich ein super Thema. Alle waren am Rumüberlegen, legalisieren die jetzt oder nicht? Und haben mich immer gefragt, wie läuft das denn dann? Ja, ich sag, schnelle Entkriminalisierung wäre gut. Ja, das haben wir in den USA auch. Wenn eine Volksabstimmung da ist, dann gilt die Entkriminalisierung sofort. Bis zu den Läden dauert das eine Weile. Haben sie leider nicht gemacht bisher, ne? Wir würden das immer noch gerne sehen, weil es eben viel schneller geht. Einen Satz im BTMG ändern, da hat man das von wegen ein paar Gramm ist legal, damit sich rumzuschleppen zum Eigenbedarf. Wenn da kein Handel nachgewiesen ist, zack, ist die Sache erledigt. Polizei muss das nicht beschlagnahmen. Haben wir das. Haben sie nicht gemacht. Da muss man mittlerweile auch sagen, dass das keine allzu realistische Forderung mehr ist. Ja, auch wenn wir sie immer noch haben, würden wir uns immer noch darüber freuen. Ja, wir fordern dann noch, aber man muss eben sagen, alle drei Ampelparteien haben gesagt, wollen sie nicht machen. Sie wollen das mit einem Guss erledigen. Ja, kann man jetzt beleidigt sein, aber hilft ja alles nichts. Wir müssen trotzdem weiter darüber reden, dass man am Ende eine vernünftige Legalisierung hat im Gesamtergebnis. Und da muss ich sagen, der Prozess ist jetzt wirklich ernsthaft angelaufen. Am Anfang war das nicht so. Ja, da hat man wirklich das erste Halbjahr über gedacht, so, geht ja gar nichts da, ja. Und das sind lauter Pfeifen da, die überhaupt keine Ahnung vom Thema haben. Die erzählen irgendeinen Blödsinn, wenn die mal gefragt werden. Zum Beispiel Justizminister Buschmann. Die Verkäufer in dem Fachgeschäft sollen den Röntgenblick haben und erkennen, ob jemand süchtig ist. Und wenn er süchtig ist, sollten sie dem nichts verkaufen. Wenn er gestern schon mal da war, müde aussieht, hat Frau Lüttke dann mal nachgeschossen von der FDP, nichts verkaufen. Oder? War das jemand anders in der Anhörung? Weiß nicht mehr genau. Ja, aber so, das ist die Vorstellung dann, wo man denkt so, ey Leute, das sind Verkäufer, die sollen gar nicht Drogenberatung machen. Das wollen die Drogenberater übrigens auch gar nicht, dass das so läuft. Naja, das waren ja so die ersten Statements, ne? Und dann kam der Lauterbach an im März und sagt so, ja, nö, Cannabis-Legalisierung, das haben wir gar nicht in unserer Vorhabenplanung. Haben wir gerade gemacht, unsere Vorhabenplanung, ja, da steht das gar nicht drauf, ja, machen wir nicht dieses Jahr. Vielleicht, wenn Zeit übrig ist, ja, sonst nächstes Jahr. Das war ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn das so läuft, dann wird das nichts mit Legalisierung. Dann kann man das vergessen. Dann wird das nicht schnell genug fertig. Da, wie gesagt, dauert 2 Jahre, muss man mit rechnen, wenn der Prozess mal anfängt, irgendwie dazu zu diskutieren. Da können wir nicht erstmal ein Jahr abwarten und gar nichts machen. Ja, den Prozess einfach liegen lassen. Und Blinert war ja dann Drogenbeauftragter. Ja, ist bestimmt worden und war auch klar, der will das machen. Der will den politischen Prozess begleiten, will eben die ganzen Grundsatzentscheidungen da herbeiführen. Ja, wie das jetzt genau laufen soll. Politik muss sich da an 1000 Stellen entscheiden. Aber das ist kein Jurist und seine Abteilung ist gar nicht dafür zuständig, irgendwelche Gesetze zu schreiben. Da musste in einer anderen Abteilung im Gesundheitsministerium auch noch was passieren. Nämlich da, wo die Gesetze geschrieben werden. Ja, und das hat eben genau gefehlt, da so eine Ansage vom Lauterbach, so, ja, macht das jetzt mal bitte, ja, so, go, liebes Ministerium. Lauterbach die ganze Zeit so Corona im Kopf, ne, nichts dazu irgendwie gesagt. War dem egal. Und dann haben wir richtig angefangen, Theater zu machen. Zum Beispiel zusammen mit dem Weedmob, hier, ne? Weedmob auf Twitter, 2 Tage lang trenden lassen, Hashtag Karl am Zug. Ich habe einen Brief ans Ministerium geschrieben, die ganzen Interviews, die ich gemacht habe, ja, falls da noch jemand ist, der da noch nichts von gehört hat. Ja, ich habe ziemlich ausführliche Interviews mit allen drogenpolitischen Sprechern der Ampelfraktion plus dem linken Sprecher gemacht, wo man nochmal zwischen den Zeilen ein bisschen was raushören kann. Da immer gefragt, so, ja, was wissen wir, worauf warten wir denn jetzt hier? Ne? Und dann hieß es am Ende immer, Gesundheitsministerium, wir warten jetzt auf den Gesetzentwurf, ne, da so lange warten wir und sitzen jetzt hier und Lauterbach, lalala. Und war klar, da ist irgendwie ein Managementproblem in der ganzen Nummer drin. Bis sich das Ganze so lange hochgeschaukelt hat, dass dann auf der
Konferenz in Merseburg, Kabinettsklausur, Scholz mit seinen Ministern da Familienausflug gemacht hat, wo alles Mögliche mal grundsätzlich in Ruhe besprochen werden kann. Und da haben dann der Özdemir und der Buschmann sich den Lauterbach beiseite genommen und gesagt, ey Lauti, das geht jetzt so nicht, ne? Du kannst jetzt nicht irgendwie Tag und Nacht Corona-Studien lesen, du bist jetzt Gesundheitsminister, du musst doch ein paar andere Sachen machen, die da im Koalitionsvertrag drinstehen. Legalisierung, Legalisierung vor allen Dingen, bitteschön. Und dann hat er abends gesagt, am Ende der Kabinettsklausur, ja, ich habe da mit einem Kollegen gesprochen und wir haben vereinbart, wir machen das jetzt. Ja, jetzt kommt der Entwurf im Herbst, hat er gesagt. Da war das erledigt. Also in dem Moment hat das Ministerium losgerödelt irgendwie und 10 Stellen ausgeschrieben. Ja, dann waren jetzt zuletzt noch die Haushaltsverhandlungen vor einigen Wochen, wo die dann eben auch diese Stellen bereitgestellt haben. Und was ich noch nie gehört habe, in Deutschland, ja jedenfalls nicht, in den USA ist das vielleicht eher mal üblich, eine Sperre im Budget für die Öffentlichkeitsarbeit von Lauterbach, sein Ministerium, 1 Million Euro, die er nicht kriegt oder erst dann kriegt, wenn der Gesetzentwurf dann wirklich kommt im Herbst. Das war spektakulär, ja, das überhaupt zu machen. Ja, wie gesagt, habe ich noch nie gehört, dass Deutschland sowas macht. Deutsche, vor allem ihrem eigenen Minister, ja, das ist ja die Mehrheit, die das beschlossen hat, Ampelmehrheit, hat beschlossen, unser eigener Minister kriegt die Kohle nicht, bis er da irgendwie seine Hausaufgaben gemacht hat. Ist schon geil. Und das ausgerechnet bei Cannabis als erstes Thema, ne, wo die das Instrument anwenden, das ist schon ein Zeichen, ja, dass das wichtig ist. Ne. Hat das Parlament immer gesagt, das ist wichtig, Lauti, du musst das machen. Naja, und hat gemacht. Und 10 Leute eingestellt und dann diesen Hearing-Prozess, ne, 5 Anhörungen hintereinander weg zu verschiedenen Themen, Details der Legalisierung durchgezogen. Zu diesen ganzen Details erzählt nachher aber mein Kollege noch mal ein bisschen was, wie wir da reingehen mit unseren Eckpunkten. Aber jetzt kann ich wirklich sagen, kann auch bestätigen, das ist jetzt ein ernst gemeinter Prozess und jetzt machen die auch schnell. Die haben offensichtlich dann den Wunsch gehabt, vor der Sommerpause noch die ganzen Anhörungen zu machen, den Konsultationsprozess, ja, die ganzen Expertenanhörungen durchzuziehen. Haben das Polter die Polter schnell gemacht, vielleicht auch ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Ja, da kam die Einladung erst ein paar Tage vor dem ersten Hearing, bei manchen anderen Kollegen 2 Tage vorher vielleicht. Ja, hast du Lust, übermorgen ins Hearing zu kommen? Professor sowieso, ja, hieß das dann. Okay, aber ich fand's gut, weil war ja Eile. Wir wollten ja Eile. Ja, wir wollten halt immer voranmachen jetzt und dann haben sie gemacht. Und man stellt als Ministerium nicht 10 Leute ein, wenn man das nicht ernst nimmt. Ja, und man macht auch nicht so einen umfangreichen Konsultationsprozess, wenn man das nicht ernst nimmt, wenn man das nicht wirklich machen will. Und ja, ich habe auch Leute sagen hören, die meinten, das hat es noch nie gegeben, dass vor dem Gesetzentwurf 200 Organisationen in 5 ganztägigen Hearings da befragt worden sind. Das mag sein, ja, das kann ich jetzt letztendlich nicht beurteilen, so tief stecke ich nicht drin in sämtlichen Gesetzgebungsprozessen. Aber das kann schon sein, ja, das war schon ein Riesenaufwand und zeigt eben auch, wie dieser Umschwung, wie grundsätzlich der ist. Ein ganz grundsätzlicher Paradigmenwechsel, ja, wie der Bundesparadigmenwechselbeauftragte Behnert ja immer sagt, ja, der sagt das ja andauernd, aber das ist auch wirklich so, ja, das muss man Gesellschaft mitnehmen und sagen, so, jetzt sind die gar nicht mehr böse, die ganzen Drogen, das ganze Rauschgift heißt jetzt Genussmittel, und ist jetzt gar nicht, das kann man machen, mal, jedenfalls als Erwachsener, verkaufen wir euch, passt schon, das muss natürlich irgendwie begleitet werden, so ein Prozess oder so ein gesellschaftlicher Umschwung. Und ja, haben sie gemacht, jetzt diese Beteiligungssache. Und jetzt heißt es eben warten, wie wird die Auswertung aussehen? Ja, das weiß ich nicht so genau, weil natürlich sehr viele von diesen Gesundheitsorganisationen dabei waren, die Cannabiskonsum immer noch als Problem sehen. Und die jetzt, die vorher im Prinzip gedacht haben, okay, lösen wir das Problem mit Leuten, die zu viel kiffen, im Rahmen der Prohibitionsbedingungen. Und die jetzt denken, okay, lösen wir das Problem mit den Leuten, die zu viel kiffen, in den Fachgeschäften. Die müssen zwangsläufig beraten werden und so, ne, sagen die dann. Und THC-Obergrenze 15% und überhaupt darf man nicht mehr als, was weiß ich, ein paar Gramm irgendwie kaufen. Und am besten noch so eine Monatsgesamtmengenbegrenzung. Jeder muss sich schön registrieren und so. Also da gibt es auch viele von. Aber das sind keine besonders guten Argumente, die dafür sprechen. Ne? Und ich habe natürlich die ganzen anderen Argumente da erzählt. Und jetzt die Frage, kommt die Auswertung so? Die haben es nur extern gemacht. Ja, da ist so eine externe Firma mit dran, das Ganze auszuwerten, weil so schnell haben die das gar nicht personell gebacken gekriegt sonst. Machen die das quantitativ und sagen, okay, so und so viele Stimmen für Obergrenze und so viele Stimmen gegen? Oder machen die das eher qualitativ und sagen, das sind die Argumente gewesen für die eine Sache und das sind die Argumente gewesen für die andere Sache? Da bin ich gespannt und dann eben auch, was die daraus machen. Man hört jetzt schon mal so ein bisschen raus, wie die vielen Zwickmühlen da an den rumzerren. Ja, wenn Blinert sagt, ja, wir müssen mal THC-Obergrenzen diskutieren,
dann steht in Medien, Blinert will Obergrenzen oder Blinert bringt THC-Obergrenzen ins Spiel. Und das war auch nicht Blinert, sondern das waren die Experten, die da saßen. Etliche von denen, Bundespsychotherapeutenkammer, hat halt THC-Obergrenzen ins Spiel gebracht. Damit müssen die sich irgendwie auseinandersetzen. In Niederlanden haben wir das ja übrigens auch ewig gehabt, ja, dass da jetzt keine wahnsinnig starken Sachen oberhalb von Hasch, sag ich mal, irgendwie vertrieben worden sind. Zum Teil immer noch so, je nach Stadt. Also er muss damit ja irgendwie umgehen, er muss jetzt eine Entscheidung herbeiführen und sagen, okay, ja, unser Gesetzentwurf macht das so. Und das ist eine verdammt schwierige Aufgabe, wenn man sich halt überlegt, das grüne Cannabiskontrollgesetz hat 60 Seiten. Jede Zeile, die zumindest einen Paragraphen es betrifft, die nicht nur eine Überschrift ist, ist eine Entscheidung, ob man das jetzt linksrum oder rechtsrum machen soll. Und wir haben bei unserem Prozess gesehen, bei den Eckpunkten, wie kompliziert das ist. Wir haben alles im DHV-Team ewig diskutiert, ja, obwohl ich das schon 20 Jahre im Kopf habe und im Prinzip 1998 das drogenpolitische Grundsatzprogramm der Grünen Jugend mitgeschrieben habe. So grobe Vorstellungen, Fachgeschäfte, Modell. Aber das jetzt auszudiskutieren, zu deklinieren, irgendwie in die ganzen Details rein, ist gar nicht so einfach. Und wir haben aber an vielen Stellen auch gesagt, okay, das ist uns eigentlich wurscht, ja, das schreiben wir jetzt nichts zu da rein, ja, das sollen sie machen, wie sie wollen, das spielt keine Rolle für die Konsumenten. Aber das können die jetzt nicht machen. Der Blinert und sein Team, die müssen wirklich alles da reinschreiben und irgendwie entscheiden, machen wir es so rum oder machen wir es so rum. Die können nicht sagen, uns hat egal, ja, das, sucht euch das aus, sondern irgendwas müssen die entscheiden. Da stehen wir jetzt halt. An dem Punkt sind wir jetzt, die meinen das ernst, die haben eine extrem detaillierte Diskussion vor der Nase. Die haben die schnelle Entkriminalisierung leider abgelehnt. Mit jedem Tag wird es unwahrscheinlicher, dass die kommt. Ja, das ist nicht abzusehen, leider. Die werden noch ein paar hunderttausend Strafverfahren eröffnen lassen. Deswegen haben wir gerade übrigens auch eine Aktion angefangen. Schreibt den Landesjustizministern, damit die auf Landesebene die Möglichkeiten ausschöpfen, dafür die Konsumenten zu entkriminalisieren. So wie es jetzt ja auch läuft. Die können Strafverfahren einstellen bei geringen Mengen. Machen die halt oft nicht. Bei Wiederholungstätern machen sie es nicht, in Bayern machen sie es nicht, weil sie keinen Bock drauf haben, ja, also zumindest in vielen Fällen, weil derjenige schon was anderes auf dem Kerbholz hat, weil was bei sich ist schwarz gefahren, ja, dann wird das Verfahren wegen Cannabis nicht mehr eingestellt, obwohl da überhaupt kein Zusammenhang ist. Bei Jugendlichen wird oft nicht eingestellt, die müssen da irgendeinen Zwangskurs machen, Zwangsberatung machen. Und da kann man eben jetzt appellieren an die Bundesländer, die das auch ohne Gesetzgebungsverfahren machen können. Einfach per Erlass, per Rundschreiben an die Staatsanwälte. Ja, stellt die Verfahren immer ein. Bis 30 Gramm meinetwegen, stellt die immer ein. Egal wer das ist, egal wie oft das ist, ne, stellt das ein, wenn kein Handel vorliegt. Mal gucken, ob wir da ein paar Bundesländer dazu kriegen. Ja, auf jeden Fall schön am Trommeln bleiben, das Thema aufrecht erhalten, den Druck aufrecht erhalten. Das schadet auch nichts, die Bundesländer da jetzt mit reinzunehmen, weil das eben auch ein riesen gesamtgesellschaftlicher Prozess ist, wo die Bundesländer sowieso am Ende beteiligt sind über den Bundesrat. Von daher schadet das auch nichts, da jetzt irgendwie in die Richtung nochmal zu gehen, die da mitzunehmen, mal zu hören, wie die das sehen. Bin gespannt, was wir für Antworten kriegen. Vielleicht machte das ein oder andere Bundesland wirklich, dann haben wir wieder einen Anstoß weiter für die Debatte. Bundesland XY macht 30 Gramm immer Einstellung. Ja, das wäre zum Beispiel wieder eine super Mediengeschichte. Aber letztendlich, bis auf Bundesebene das Ganze steht als Gesetz, werden wir weiterhin Strafverfahren haben gegen Konsumenten. Und das sind eben 180.000 gewesen in den letzten Jahren pro Jahr. Damit werden wir jetzt nochmal rechnen müssen. Ein paar Leute würden noch erwischen. Umso wichtiger ist die Amnestie, die ich auch im Prinzip in den USA abgeguckt habe. Ne, immer mit dem Hinblick so, okay, was beobachten wir da, was sehen wir da, was machen die da? Und dann kommen immer die Nachrichten von wegen, ja, San Francisco hat jetzt wieder 5.000 Fälle versiegelt oder gelöscht. Ne, die Akten, ich meine, die sind wahrscheinlich digitalisiert, können irgendwo einen Knopf drücken und sagen, ja, alles klar, gewaltfreie, waffenlose Cannabis-Delikte sind ja alle weg, haben gelöscht. Das wird bei uns nicht gehen wahrscheinlich. Ja, da werden irgendwelche armen Leute die ganzen Akten durchblättern müssen, wenn man Amnestie irgendwie beschließen. Naja, vielleicht auch eher die Polizeicomputer. Ja, es geht ja darum, dass bei der nächsten Verkehrskontrolle, wenn die sagen, geben Sie mal einen Ausweis, ne, und die gucken mal im Computer, dass man da nicht irgendwie dann rot das BTM-Verfahren blinken hat, ja, sondern das wird einfach gelöscht. Alles, was irgendwie nach neuer Regelung legal ist. Was dann natürlich auch die 250 oder 300.000 Strafverfahren betreffen würde, die jetzt dann noch sinnloserweise stattfinden. So, das mal so als kleines Intro, als kleine Einordnung der ganzen Geschichte, auch ein bisschen quasi ein Appell nachzuvollziehen, wie kompliziert das ist. Das hat immer lange dauert, überall lange dauert, egal in welches Land man guckt. Das ist keine deutsche Besonderheit.
aber eine historische Chance, die wir da haben, dass wir als dritter Nationalstaat weltweit Cannabis legalisieren. Wenn wir das schaffen, ist das ein Riesending. Kollege Florian hat es eben schon gesagt, das wird weltweit Schockwellen über den Globus verteilen. Ja, dann werden jede Menge Länder nachgucken. Die gucken jetzt alle auf Deutschland, wie wir das machen. Auch ein Grund mehr, das richtig zu machen. Auf jeden Fall von der Bedeutung her kaum zu überschätzen. Und ne, wir sind so langsam, ja, bei uns passiert nichts Blödes, Deutschland, ja, dritte Nationalstaat der Welt, das wäre schon der Knaller. Hätte ich nie gedacht, ja, vor der Wahl, nach 16 Jahren Merkel-Regierung, konservative Regierung, dass wir das sind. Super konservativer, großes Land, großer Tanker, der größte Land in Europa irgendwie, bewegt sich kaum. Und wir sind jetzt die Speerspitze der Legalize-Bewegung weltweit auf einmal, ja, außer eben Nordamerika. Das ist der Wahnsinn. Insofern, mal gucken, ob wir es schaffen. Wenn schon jemand eine Frage hat, könnt ihr euch langsam warm machen. Ich frage schon mal hier so rein. Einfach ja? Arm hoch und ich komme dann rum und gebe das Mikro rum, okay? Da ist ein Arm. Ja, danke an erster Stelle erstmal einen vielen lieben Dank an die gute Arbeit, die ihr in dem Bereich leistet. Was ich sehr wenig gehört habe, außer einmal von Sam, ist das Thema, was können die Landwirte? Und ich sehe das bei vielen Landwirten im Bereich Hanf sehr viel Pessimismus. Wir sagen alle, ja, aber die Legalisierung, wir werden nichts abkriegen. Sie werden das einschließen, sie werden Zäune bauen. Welche Rolle spielte die Landwirtschaft und auch die landwirtschaftliche, Klammer auf, klimafreundliche, Klammer zu, Produktion von Cannabis für Genussmitteln in diesen Konsultationsprozessen? Also das spielt eine Rolle deswegen, weil wir es eingebracht haben, also ich, auch aus Klimaschutzgründen, ja, genau wie du gesagt hast, Hanf muss eigentlich Sonne sehen, ja, das mit den Lampen ist nicht zukunftsfähig. Ich habe irgendwann mal gehört, vor vielen Jahren, 15 Jahre oder was, dass alleine für den Indoor-Hanfanbau in Deutschland, der ja illegal stattfindet die ganze Zeit, ein Atomkraftwerk läuft. Ein ganzes Atomkraftwerk, ganzer Meiler, nur für Indoor-Cannabis-Anbau, was genauso gut ohne Lampe funktionieren würde und könnte und sollte. Ja, jetzt gerade, wo wir eben gucken müssen, wo kriegen wir unsere Energie noch her. Insofern ist das naheliegend, ans offene Feld zu denken, an Landwirte zu denken. Wobei natürlich wahrscheinlich ein großer Teil angebaut wird dann in Gewächshäusern. Ja, das ist natürlich etwas kontrolliertere Bedingungen am Ende als jetzt so ein ganz offener Acker, wo man dann vielleicht auch zu bestimmten Jahreszeiten noch mal ein bisschen zubeleuchten könnte, ja, oder bei schlechtem Wetter, ne, wenn man mal sagt, okay, ein bisschen Licht brauchen wir jetzt noch zusätzlich. Da haben wir am Ende klarer definierte Blüten, ja, vom THC-Gehalt her, das ist halt nicht so ganz so ein schwankendes Naturprodukt und dann kann man dann nur als Blüte verkaufen. Die große Chance der Landwirtschaft sehe ich im Wesentlichen eigentlich im Hasch. Weil dann kann man natürlich auch Sorten nehmen, die jetzt nicht so stark sind, ja, wo die Konsumenten, ne, so eine total schicke Blüte wollen. Ich habe letztens noch gesprochen mit so einem Vertreter von so einem der großen kanadischen Konzerne, die sagten, wir machen nur High-End, ja, wir machen nur Indoor, nur Lampe. Ja, da selbst Gewächshaus haben wir wieder aufgegeben, weil da kriegen wir nicht so Top-Ergebnisse hin, super starke Sorten, super hübsche, feste Buds und so weiter. Alles andere ist für uns die Marge nicht wert. Aber ich glaube, in Europa erstmal ist sowieso die Situation ein bisschen anders, weil wir traditionell viel mehr Haschkonsum haben als die Amerikaner, auch wenn sich das Verhältnis gedreht hat. Ja, also vor der Jahrtausendwende war Hasch noch überwiegend am Start, jetzt ist überwiegend Gras am Start. Trotzdem ist das noch ein erheblicher Marktanteil. Und dann ist eben auch egal, ob das jetzt eine total kompakte Blüte ist, ja, die optisch schon so ein Leckerchen ist irgendwie, sondern macht man halt Hasch draus. Ja. Dann ist das von den Produktionskosten her in Ordnung. Von der Sicherheit her, wie du sagst, ne, wegschließen, was ist damit so, welche Sicherungsmaßnahmen sind dann nötig? Da plädiere ich dafür, den Leuten das selbst zu überlassen. Da braucht man im Prinzip keine Vorschriften. Da habe ich immer das Gefühl, die denken irgendwie, das ist so Gold. Ja, so Fort Knox-Tresor braucht man da. Ne? Ich hab die Baustelle gesehen von Afria in Neumünster, mittlerweile Tilray und mittlerweile wieder geschluckt von irgendwem. Auf jeden Fall eine von den Firmen, die da Cannabis als Medizin anbaut. 24 cm Stahlbetonwände außenrum auf der Bodenplatte. Und da, wo die Ernte haben, ne, bis zu einer Tonne, können die da lagern, nochmal 24 mm Stahlbeton drumherum. Ja, der Panzerknacker brauchen da 3 Wochen, um sich da durchzubohren. Aber am Ende, ja, auch die Läden, wenn die da irgendwie von der wahnsinnigen Sicherung der Läden reden, oder wie früher beim, als es umging, dürfen die Patienten selbst anbauen, wahnsinns Stahl,
Türen dazwischen und so weiter. Was denken die denn, was das wert ist? Ja? Das ist ja lächerlich. Jeder Mediamarkt hat mehr Ware da rumstehen vom Wert her. Ja? Ein normaler Mediamarkt hat Millionen da rumstehen. Wenn da einer einbricht und mit zwei LKW-Ladungen da rausfährt, das ist doch mehr wert, als er jetzt mal im Laden hat. Oder frisches Gras auf dem Feld. Ja, was, das ist ja gar nicht verarbeitet, das kannst du so gar nicht verkaufen. Sollen die da jetzt erstmal stundenlang oder ne, irgendwie sich eine Scheune suchen, das selber trocknen und manikühren und bla bla bla, müssen nur Angestellte besorgen, die das ewig verarbeiten und so, das bringt überhaupt nichts, ja. Insofern, klar, am Anfang wird es wahrscheinlich was Diebstahl geben, und das soll der Landwirt selber wissen, ja, wie er da mit dem Risiko umgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass man am Anfang erstmal einen dicken Zaun drum macht, der jetzt nicht zu aufwendig, muss nicht gleich eine Mauer sein oder was, einen Hund da rumlaufen lässt und Kameras hinmacht oder so. Ne? Das würde ich vielleicht als Landwirt erstmal vorsichtshalber machen. Ja, kostet auch ein bisschen was, ja, mich dann da so reingrooven in das Geschäft und dann gucken, ob das auf Dauer überhaupt nötig ist. Weil irgendwann, ne, wenn das sich verbreitet, ja, und jeder anbauen darf, wie er will, am Ende sind ja doch ein Zimtprodukt. Das kostet ja nichts am Ende, ne? So ein bisschen so ein Blütegras. Das sehen wir jetzt auch, wie die Preise in den Keller gehen am Ende. Ne? Das ist ja, diese Schwarzmarktpreise sind ja nicht real. Die Produktionskosten gehen jetzt irgendwie Richtung 1 Euro runter, jetzt bei dem, selbst bei dem super manikürten Gras da, ja, in einer Fabrik angebaut. Und beim Hasch vom Feld wird das erst recht so sein. Und dann klaut das vielleicht gar keiner mehr, ja, weil das gar nichts bringt. Höchstens dann fertige Ware vielleicht irgendwo mal. Ne? Aber ja, sollen die Leute selber gucken, wie sie das machen. Deine Frage jetzt aber, ne, weiß nicht, ob du selber Landwirt bist, kommt das nicht? Ich weiß es nicht. Ja, also die Großkonzerne werden eher Druck machen, dass das alles indoor bleibt, alles unter Lampe bleibt. Die Medizinfirmen wollen das auch, ne, die ja jetzt schon anbauen, die wollen natürlich das Geschäft haben. Die sagen, ja, wir können unsere Produktion ausweiten, das ist gar kein Problem, ja, und wir müssen das auch machen, weil wir können das ja mit der Qualität. Medizinische Qualität für alle. 24 cm Stahlbeton für alle und Reinraumproduktion für alle. Vollkommen schimmelfrei, ja, wir gehen auch schön mit so einer Ganzkörpertüte da rein, mit einem Häubchen noch und alles schön in weiß und total steril, ja, dann kommt das demnächst beim Blumenkohl auch. Oder beim Tabak, Reinraumproduktion für Tabak, das wäre doch mal was. Ja, also ich weiß nicht, ob die sich durchsetzen, ne, oder ob ein bisschen pragmatischerer Ansatz eben auch gut ist. Ich glaube, dieses Klimading würde uns da wirklich auch vorwärts bringen. Ja, dass die, also ich meine, die müssen jetzt Energie sparen ohne Ende, bis es kracht irgendwie, allein schon wegen der Putin-Nummer. Oder wenn die doch nicht sagen, ja nee, klar, stellt das mal schön alles unter Lampe. Ja, das kann ich, hoffe ich mal drauf, dass das geht. Ja, dass man da eben auch Landwirte dann dabei hat. Aber letztendlich doch Gärtner mit Gewächshäusern werden, glaube ich, am Ende noch einen größeren Teil davon abkriegen als Landwirte mit Äckern. Noch eine Frage. Ich hätte mal eine Frage zu der UN-Konvention zu narkotischen Drogen. Könnte das noch ein Problem werden oder wie wird Deutschland damit umgehen? Ja, schwer zu sagen. Ich habe diese Woche, gestern glaube ich, noch Annalena Baerbock in Nachrichten gehört, wo sie über internationale Verträge und Vereinbarungen spricht und wie wichtig sie sind und ob man sich daran halten soll, weil man ja auch will, dass andere sich daran halten. Will man die jetzt einfach kündigen? Ja, das war ja im Prinzip die erste Ansage. Das hat ja auch Carmen Wegge zum Beispiel irgendwann mal angekündigt oder vorgeschlagen, dass sie sagt, ja, bis 30. Juni, lass mal austreten, da ist diese Kündigungsfrist. Ich für meinen Teil hätte eher erwartet von Deutschland, ja, dass eben genau aus diesem Gedanken, sich an internationale Verträge zu halten und korrekt und formal damit umzugehen, dass sie eben nachmachen, wie Bolivien vorgemacht hat. Kündigen die Verträge und wieder eintreten mit der Ausnahmeklausel für Cannabis. Dann hat man einen formal korrekten Vorgang. Man hat es nicht einfach ignoriert. Ja, man hat nicht die Verträge mit Füßen getreten, sondern hat deren Mechanismen, die selber im Prinzip anbieten, genutzt. Ja, und keiner kann sich beschweren. Das ist noch lange nicht raus, wie sie jetzt damit da umgehen wollen. Jedenfalls, die Kündigung ist bisher nicht passiert. Das heißt, zum 01.01.23 sind wir jedenfalls nicht raus aus den Verträgen. Frühestens 01.01.24, was auch noch okay wäre, wahrscheinlich am Ende, ja, vor Ende 23 wird das Ganze sowieso nicht losgehen. Oder sagen wir mal zumindest zweite Jahreshälfte 23, wenn es dann durch den Bundesrat geht, können wir happy sein. Also das ist vollkommen unklar, ja, die wissen nicht, wie sie das machen wollen. Und die internationalen Verträge, UN-Verträge der Vereinten Nationen,
Die sind auf jeden Fall eher das kleinere Problem. Da gibt es jetzt verschiedene Lösungsansätze. Also Uruguay und Kanada haben das einfach ignoriert. Die haben das einfach gemacht. Und da passiert auch nichts. Ja, die haben da keine Sanktionen. Da kriegst du jetzt nicht irgendwie eine Rechnung, dass du ein paar Millionen bezahlen sollst, weil Vertragsverletzung oder so, wie wir das aus der EU ja manchmal kennen. Sondern dann kommt ein blauer Brief vom INCB, International Narcotics Control Board, wo der Chef sagt, oh, das darfst du nicht. Und dann sagst du, ist mir egal, und dann war das. Scheinbar will der Buschmann das so machen, hatte ich den Eindruck zuletzt, ja, weil der zu den internationalen Verträgen sagt, ja, Kanada kann das ja auch. Okay, so hat Kanada das halt gemacht. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass Deutschland das so machen will, aber das ist eine Option. Schlimmer sind die EU-Verträge scheinbar. Das war mir zum Beispiel auch vor dieser ganzen Detaildiskussion und vor dem Ampelbeschluss gar nicht so klar, dass wir da auch noch ein Problem haben, weil die EU-Verträge sich auf die internationalen Verträge beziehen und sagen, wir halten in der EU diese Verträge da ein mit den Regeln, die da sind, mit Verbot von Cannabis. Ja, das heißt, wenn Deutschland da austritt aus den UN-Verträgen und sagt, ja, wir treten wieder ein, aber Cannabis-Verbot gilt für uns nicht. Dann sind wir bei der UN da raus und dann sind wir immer noch in der EU und die EU sagt immer noch, ja, aber ist aber egal, ne, ist trotzdem verboten bei dir, Edgepatch. Und das wird ein ganz schwieriger Prozess. Also da kann man irgendwie sich drum rummogeln. Ja. Es gibt da unterschiedliche Interpretationen dieser ganzen Gesetzestexte. Da hat man gesagt, ja okay, das ist aber ist ja nur verboten, wenn es kein erlaubter Handel ist. Ja. Solche Formulierungen stehen da drin. Ja, ist ja erlaubt, ja. Wir haben das ja erlaubt. Wir haben das reguliert, das ist bei dem ist das nicht verboten. Man kann sich ja irgendwie so drumherum lavieren und drumherum definieren, ja, dass man da nicht verstößt irgendwie. Das verärgert aber im Zweifelsfall Nachbarn. Oder man holt es halt okay von denen ab und sagt, wie sieht es aus, liebe Kommission, guck mal, das ist unser Legalize-Gesetz jetzt hier, kriegen wir dafür ein Go. Da muss man auch wieder verhandeln mit den ganzen anderen Nachbarländern, ne? Und ich nehme auch an, dass das jetzt passiert. Auch ein Grund, wieso die so viele Leute eingestellt haben, ja, weil die so die ganzen Nachbarländer anrufen müssen und überall mal gucken müssen, wie reagieren die denn jetzt da drauf. Was sagt Orban dazu am Ende? Ja, der Polen, ja, die traditionellen Neinsager in der EU, machen die da Ärger vielleicht? Ja? Bei den meisten anderen würde man ja sagen, komm, die freuen sich, ja, die machen das mit, die laufen sofort hinterher. Ja, Luxemburg, ja, die haben ja die Legalisierung auch wieder aufgegeben, wegen EU-Recht, haben die gesagt, ja, jedenfalls. Und die wären sofort happy, wenn das Deutschland regelt, ne? Und die werden bestimmt nichts dagegen sagen. Und viele andere Staaten, Schweiz, ja, die sind auch da mit ihren Modellprojekten dran, Holland, alle wollen sie legalisieren ja am Ende und würden sich freuen, wenn das da auf EU-Ebene schon mal erledigt ist, das Problem. Aber da werden die auf jeden Fall eher eine akzeptierte Lösung anstreben, nehme ich an. Ne? Dass sie versuchen, die Nachbarländer von dem Weg zu überzeugen und da möglichst wenig Widerstand zu haben. Was ein Problem ist auch, weil die Motivation für mich ein bisschen in Frage steht. Dieser Spitzenpolitiker, ja, die das am Ende machen müssen da. Im Moment bin ich happy mit Lauterbach, ja, da gesagt hat, ja, das Ministerium macht das jetzt mal, ne, der Prozess ist losgegangen, jetzt kann er meinetwegen wieder ein Jahr lang Corona-Studien lesen. Aber wenn es dann soweit ist, ja, wenn es dann um geht, auf internationaler Ebene wirklich die Nägel da einzuhauen, dann ein bisschen zu Scholz wahrscheinlich, ne, der sonst immer nur schlumpfig grinst zu dem Thema irgendwie und sagt, ja, passt schon für mich. Die müssen dann das wirklich dann durchbringen da. Die müssen mal ein bisschen irgendwie Rückgrat haben und vor allem motiviert sein. Die müssen das wollen. Die müssen das wirklich wollen und dann durchsetzen. Auch ein Grund, wieso ich noch nicht so 100% überzeugt bin, dass das kommt. Da könnte ich auch nochmal einen Punkt anbringen jetzt an der Stelle, den ich... Ja, bitte, können wir auch mal machen. Ein Punkt, den ich eben noch dachte, so von wegen Motivation. Ja, wie klappt das? Wir sind hier ganz hart an der Grenze dieses Legalisierungsbeschlusses der Mehrheit in der Bevölkerung. Wir machen selber vom Handverband per Infratest DIMAP jedes Jahr seit 2014 eine Umfrage. Wie stehen Sie zur Legalisierung? Fachgeschäfte für Erwachsene? Was halten Sie davon? Und wir hatten 2014 30% pro. Und mitten in den Koalitionsverhandlungen hatten wir zum ersten Mal eine Mehrheit. Mit der gleichen Frage, ne? Immer die ganze Zeit über. 49 pro, 46 dagegen. Eine einfache Mehrheit, keine absolute Mehrheit, aber zum ersten Mal haben mehr Leute gesagt in Deutschland, sie sind für Fachgeschäfte als dagegen. Der Rest natürlich unentschieden. Aber ganz knapp, keine wirkliche absolute Mehrheit. Das ist fast noch eine Mehrheit im Fehlertoleranzbereich dieser Umfragen.
Und genau dasselbe Spiel sehen wir im Bundestag. So gesehen ist das Ganze ein sehr demokratischer Prozess. Ich für meinen Teil habe immer angestrebt, auch in der Bevölkerung eine Mehrheit hinter mir zu haben bei dem Punkt. Und bei den Parteien, in den 90ern waren nur die Grünen, die für Legalisierung waren. 2005 sind die Linken dazugekommen, vor ein paar Jahren die FDP und die SPD so halb jetzt. Ne? Das macht im Bundestag, hat es halt gerade so gereicht, dass die Ampel da jetzt sagt, okay, wir ziehen es halt durch. Ja? Zwei Legalize-Parteien, die eine Halb-Legalize-Partei in den Koalitionsverhandlungen noch überredet haben, ja? Und in der Opposition zwei Parteien, die dagegen sind, wo die Linke sind und dafür. Auf jeden Fall ist das knapp, viel knapper als in den USA, die es auch noch nicht geregelt gekriegt haben, ja, um nochmal auf das Thema, wie schnell geht denn das Ganze zurückzukommen. In den USA haben wir stabil, seit Jahren mittlerweile, zwei Drittel Mehrheit für Legalisierung. Die Zustimmung ist sogar gestiegen in den Staaten, wo legalisiert wurde. Die sind zufrieden damit. Ne? Und trotzdem haben die noch nicht geschafft, auf Bundesebene komplett zu legalisieren in den ganzen USA. Obwohl die Demokraten das anstreben jetzt, obwohl die das wollen. Biden ist jetzt bald zwei Jahre im Amt, da sind jetzt die Midterm-Wahlen bald schon und es ist immer noch nicht so weit. Ja, die haben genau dasselbe Problem wie wir mit den zwei Parlamentskammern. Die haben ja auch das Haus und den Senat und im Senat sind die anderen da, die Konservativen, ne, die Republikaner in der Mehrheit, die wollen das nicht und damit müssen die irgendwie umgehen. Und genauso haben wir das jetzt hier mit Bundestag und Bundesrat in Deutschland. Also das ist schon knapp, das Ganze, ja, das bleibt spannend. Nächste Frage. Wahrscheinlich antworte ich so ausufernd, dass ich sämtliche anderen Fragen schon miterledigt habe dabei. Aber. Dankeschön. Bei all den politischen Verzögerungen, die Sie am Anfang erwähnt haben, wo sehen Sie die Lage in 5 Jahren? Ja, dann haben wir es geschafft oder nicht. Das ist relativ simpel, ja. Also wir müssen das früher schaffen als 5 Jahre, weil wenn die Ampel das schafft, die ganze Legislaturperiode durchzuhalten, das ist nämlich auch nochmal so ein Punkt, woran das Ganze noch scheitern kann, ja, dass die Ampel einfach gar nicht durchhält. Drei Parteien, Koalitionen sind äußerst selten in Deutschland, haben wir seit Adenauer nicht mehr gehabt, gab es überhaupt nur zu der Zeit einmal. Das können wir nicht so richtig, ja, da werden wir sehen, ob wir das können. Und das noch in so Krisenzeit mit Corona und Krieg. Das ist nicht gesagt, dass das überhaupt funktioniert. Ob die durchhalten. Aber mal angenommen, sie halten durch, dann geht die Legislatur von 21 bis 2025. Dann ist wieder Wahl und danach ist ein Cut. Sämtliche Gesetzgebungsprozesse werden in die Tonne gekloppt und wenn danach irgendwas gemacht werden soll, fangen die wieder von vorne an. Es gibt keine Prozesse, die weiterlaufen über die Grenze einer Legislaturperiode hinweg. Das nennt sich Diskontinuität im Parlament. Neuerdings weiß ich, dass Petitionen sind der einzige Ausnahme. Ja, unsere Petitionen von 2017 haben die immer noch im Ausschuss liegen, müssen immer noch beraten. Das gilt noch, interessanterweise. Aber Gesetzgebungsprozesse nicht. Also bis 2025 muss das Ganze erledigt sein. Dann haben wir die Legalisierung. Und wenn das nicht so ist, dann fangen wir wieder bei Null an. Dann werden wir sehen, wie die Wahlen ausgehen. Ja, meinetwegen CDU kommt wieder dran. Die haben bis dahin irgendwie ihre Einstellung nicht geändert. Dann sind wir wieder einer von, wie viele Länder gibt es auf der Welt, 180 oder so, von diesen ganzen Nationen, die eben nicht den Plan haben, Cannabis zu legalisieren. Dann dauert es vielleicht wieder 10 Jahre oder so, ich weiß es nicht. Also von daher, das ist eine historische Chance, die wir jetzt hier haben, mit dieser Regierung, die den Plan grundsätzlich hat. Ja, lasst uns die über die Ziellinie tragen da. Nächste Frage. Hallo. Es gibt ja einen Gesetzesentwurf von den Grünen von 2018. Inwiefern unterscheidet sich der Prozess, der gerade stattfindet, von den Details aus diesem Gesetzesentwurf? Also wird das was komplett anderes oder kann man als jemand, der jetzt in Zukunft da investieren möchte, ob jetzt in Shops oder in der Landwirtschaft, sich schon so ein bisschen daran orientieren, was die Grünen 2017, 2018 gestaltet haben? Und könnte es im schlimmsten Falle so sein, wie es die FDP manchmal sagt, dass es tatsächlich mit den Apotheken beginnt und dann halt erst, sage ich mal, offenerer Markt entsteht? Danke. Jetzt muss ich gucken, dass ich zwei verschiedene Fragen auseinandergedröselt kriege. Apotheken war das eine, kommen das erst in Apotheken und Cannabiskontrollgesetz als Grundlage.
Also erstmal, ja, auch das grüne Cannabis-Kontrollgesetz hat in der Entstehung ein Jahr gebraucht. Innerhalb der grünen Fraktion damals, 2015, da hatte ich zufällig mit zu tun. Das ging auch nicht sofort. Ja, das war auch nicht so, dass die mal eben so fertig gemacht haben da. Und da war das nur innerhalb der Grünen abzustimmen, ja, und nicht mit völlig unterschiedlich denkenden Koalitionspartnern, um das nochmal zu sagen, ja, dass auch das gedauert hat. Als Grundlage, die Frage war ja, inwieweit unterscheidet sich das, was jetzt besprochen wird, von dem als Grundlage? Und taugt das Cannabiskontrollgesetz für Leute, die mitmischen wollen im Markt, um sich darauf vorzubereiten? Ja, also das letzteres Jahr auf jeden Fall, weil es gibt überhaupt nichts Konkreteres als das grüne Cannabiskontrollgesetz nach wie vor. Da kann man sich schon mal angucken, wie das sein könnte. Trotzdem ist null klar, in welche Richtung jetzt diese die Regierung gehen wird. Die haben nochmal von vorne angefangen, was ich auch richtig finde. Ich hätte das auch so gemacht an deren Stelle, ne? Da hat man jetzt mal wirklich gesagt, so, okay, wie stellen wir uns das vor? Was ist denn ein Fachgeschäft und soll das jetzt ausschließlich da verkauft werden oder nicht? Und wenn ja, wo sonst noch? Und unter welchen Bedingungen, Altersgrenze und so? Und dann eben von den großen Entscheidungen ins Kleine immer weiter runterzugehen. Da kommen dann auch Punkte bei raus, die, wo ich auch sagen würde, das grüne Cannabis-Kontrollgesetz ist da noch überarbeitungswürdig. Steuern, ja, allein das ist schon auch ein saukompliziertes Thema. Da kann überhaupt keiner sagen, ob das irgendwie so ähnlich ist, wie das im Cannabis-Kontrollgesetz skizziert ist, ob das komplett anders läuft. Ja? Also zum Beispiel nur nach THC zu besteuern, ist ein Vorschlag, der vom Branchenverband Cannabiswirtschaft kommt. Kann man machen, ja, aber ist halt was ganz anderes als das, was im Cannabis-Kontrollgesetz drinsteht. Oder die Frage, was mache ich bei gewissen Grenzüberschreitungen? Angenommen, man definiert irgendeine Obergrenze für den Besitz in der Öffentlichkeit, meinetwegen 30 Gramm, und einer hat 31 in der Tasche. Nach dem grünen Cannabiskontrollgesetz ist man dann sofort wieder in der Strafbarkeit drin und hat da empfindliche Strafen zu erwarten. Das müssen wir anders machen, wo ich sage, bei diesen geringfügigen Überschreitungen sollten wir uns erstmal noch im Ordnungsfähigkeitenbereich bewegen. Irgendeine Sanktion muss es geben, sonst ist das irgendwie sinnlos mit der Grenze. Ja, wir sind sowieso gegen Grenze, um das auch nochmal zu sagen. Keine Obergrenzen, keine THC-Grenzen brauchen wir nicht. Aber es gibt keine Beispiele dafür international. Von daher weiß ich nicht, ob wir das durchgesetzt kriegen. Ja, es gibt gewichtige, medienstarke Leute da, die das fordern, und die müssen sich jetzt strategisch überlegen, ob sie sich die Diskussion an Beinen binden, das nicht zu tun. Das werden wir sehen. Aber wenn, dann müssen wir da eben erstmal sanft daran gehen und sagen, okay, da hast du jetzt eine Ordnungswidrigkeit begangen mit deinen 31 Gramm, bezahlst du irgendwie 100 Euro Strafe oder was, und dann ist gut. Ja, kein Strafverfahren, keine wahnsinns anderen Sanktionen oder so. Also grünes Cannabis-Kontrollgesetz muss im Detail sowieso auch nochmal betrachtet werden. Ja, man kann es so rum oder so rum machen oder sich das erstmal als Vorlage nehmen und von da aus alles Mögliche verändern, bis am Ende irgendwie was ganz anderes dasteht, ja, was einem gefällt. Oder man fängt erstmal von vorne wieder an und lässt die Juristen das nochmal durchdeklinieren. Ne? Dann hat man auch eher so ein Ding aus einem Guss. Ich stelle mir das so vor wie bei Programmcoden oder sowas. Ja? Wenn du wirklich nochmal ganz so ein neues Programm aufstellen willst, nimmst du irgendwelche alten Codefetzen, die irgendwann mal jemand programmiert hat, wo du gar nicht mehr weißt, ja, wieso haben die das jetzt mal so und so programmiert? Ja, das ist ja mal so bei Riesencodes irgendwie, dass die Programmierer selber nicht mehr da durchblicken, wenn das andere gemacht haben. Oder ob man dann mal sauber von Anfang an aufstellt. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor, dass die sagen, okay, wir machen das nochmal konsistent irgendwie, schrauben wir das nochmal neu zusammen mit eben der geballten juristischen Kompetenz des Gesundheitsministeriums. Ja, so viel dazu vielleicht, ne, zu dieser Vorlagefrage. Und die Apothekensache, genau, das war ja die andere Frage. Ich glaube nicht, dass es so kommt. Muss aber auch dazu, also wir sind auch, ne, da wieder dagegen, Handverband-Position ganz klar, kein Genussmittel-Cannabis in Apotheken, gar nicht. Ja, wir wollen das gar nicht haben, das hat da nichts verloren, da geht es nicht um Medizin. Die Medizin soll da bleiben in der Apotheke, da können die Apotheker auch super beraten. Aber wenn irgendwie ein normaler Konsument da ankommt und sagt, ja, hier, was macht mir Hai und was ist mir so der Sofanagler und macht schöne Bilder, wenn ich irgendwie Glotze anmache, ja, das wissen die ja gar nicht. Und ich würde auch erwarten, dass die Person da hinterm Tresen weiß, was hinter ihrem Regal wiederum an Ware so steht. Ja, möglichst breites Angebot und einen großen Teil davon sollte die Person vielleicht schon mal selber ausprobiert haben, um dann berichten zu können, wie das ist. Das kann man jetzt auch nicht unbedingt vom Apotheker erwarten.
Muss aber auch dazu sagen, dass auch bei uns in der Community einige Leute das attraktiv finden, zu sagen, okay, lass uns da ruhig drauf zurückgreifen, auf diese Struktur, die ist eh schon da, die Apotheken sind da, das Apothekengras ist da, ja, das ist schon produziert, ja, vielleicht auch ein bisschen Überproduktion gerade da. Sonst importieren wir uns halt noch was und deklarieren das um und zack, haben wir sofort irgendwie die Läden offen. Das gefällt mir nicht, weil das im Prinzip Großkonzerne fördern würde. Ja, diese ganzen kanadische Konzerne eben zum Beispiel, die da schon im Spiel sind, die eben diese, die in Kanada übrigens noch altes Gras rumliegen haben, ja, was sie nicht verkauft haben, das können sie uns zum Beispiel schicken, ja, so 3 Jahre altes Zeug, total trocken, immer schnell die Läden. Die würden davon profitieren, die Apotheken würden profitieren und die normalen, die jetzt eben medizinisches Gras anbauen, ja, und da Millionen irgendwo hingestellt haben für diese riesen Indoor-irren Fabriken da. Aber kleine Unternehmen, Landwirte, Gärtnereien und so weiter, Leute, die einfach ein Fachgeschäft aufmachen wollen, die würden von Anfang an im Prinzip vom Marktanteil her weggedrängt. Ne, die hätten sofort, die Medizinleute hätten sofort irgendwie einen fetten Marktanteil sich gesichert dadurch. Und wie gesagt, in der Community sagen auch viele, ja, macht das ruhig so, auch wegen ländlicher Raum. Ja, das Argument geht mir immer auf den Keks, dazu sagen, ja, Apothekenverkauf wegen ländlicher Raum, damit die da auch was abkriegen. Da sagen wir erstens Onlinehandel, ja, und zwar so, dass man wirklich eine anständige Alterskontrolle hat. Wo, ne, gibt es ja. Ja, das machen lieber Alkohol zwar nicht alle, ja, müssen wir die auch zu verpflichten, aber es gibt Möglichkeiten, wie man online mit Zeigen von Ausweis und so weiter sich wirklich identifiziert und eben die Altersschranke ernsthaft ist und dann nochmal bei der Übergabe an den Kunden auch nochmal Ausweis vorzeigen. Ja, so würde ich einen Onlinehandel zulassen. Dann ist der ländliche Raum abgeräumt, ja, das Problem. Außerdem wollen wir ja Eigenanbau und wir wollen Social Clubs, auch alles gute Versorgungsmöglichkeiten für den ländlichen Raum, da brauche ich keine Apotheken für. Außerdem gibt es alles Mögliche nicht im ländlichen Raum. Ja? Also Schuhe kann ich auch nicht irgendwie in der Apotheke kaufen, bloß weil da irgendwie kein Laden ist auf dem Dorf. Ja? Die Leute sind das gewöhnt, irgendwo hinzufahren und irgendwas zu kaufen. Ja? Warum soll ausgerechnet Gras jetzt in der Apotheke verkauft werden als Genussmittel? Dann kann ich auch Bier da verkaufen oder was, ne? Zigaretten, weil da irgendwie sonst kein Laden ist. Ja, ist doch Schwachsinn. Ob das kommt, weiß ich nicht. Ja, also es wird auf jeden Fall sicherlich Apotheken geben. Das hat die FDP durchgesetzt. Das war schon klar, als der Koalitionsvertrag rauskam. Da stand lizenziertes Geschäft und nicht lizenziertes Fachgeschäft. Das war schon klar. FDP hat das gemacht, um Apotheken durchzusetzen. Aber es wird halt beides geben. Ja, wir werden die gleichen Bedingungen kriegen. Und ich glaube, was auch angekommen ist, mein Argument da in den Hearings und so bei den Verantwortlichen, was ist denn mit Kindern und Jugendlichen? Das ist doch gerade der Witz bei dem Fachgeschäft, dass man das so machen kann, dass da keine Kinder und Jugendliche reinkommen. Gleich am Anfang, ja, Ausweiskontrolle, zack, kommst du nicht rein, wenn du nicht 18 bist. In den USA funktioniert das. Da habe ich mehrere Studien jetzt schon zu gesehen, weil es eben eine überschaubare Anzahl von Verkaufsstellen gibt. Nicht so wie bei uns jetzt Alkoholverkaufsstellen, ja, Kiosk, Tanke, Späti, Tausende, ja, alle paar Meter kannst du irgendwo was zu saufen kaufen. Das kann man nicht kontrollieren. Ja, so viel Testkäufer gibt es gar nicht auf der Welt. Aber bei lizenzierten Fachgeschäften, wo es halt nur eine entsprechende Anzahl von gibt, wo man eine Lizenz für hat, wo man auch nichts anderes macht als Cannabis verkaufen, wo man gut Geld mit verdient und wo man nichts mehr verdient, wenn man die Lizenz los ist, ja, da halten die sich da dran. Die lassen einfach keine Jugendlichen da rein. Super. So, und wir machen ja Apotheken. Klar lassen die Kinder und Jugendliche rein. Ja, und die sollen sich dann die Verkaufsgespräche anhören von wegen, ja, was knallt denn jetzt hier irgendwie besonders heftig oder was, ich suche heute eher was Sanftes, ich will kiffen und trotzdem noch arbeiten können. Ja, was können Sie mir da empfehlen? Das sollen sich dann Kinder und Jugendliche anhören. Ja, ich glaube, das haben die verstanden, dass das irgendwie nicht besonders sinnvoll ist. Ja, mal gucken, was sie daraus machen. Nächste Frage. Jo, du hast ja relativ klar gesagt, dass du dir nicht sicher bist, ob es so kommen wird, wie wir alle hoffen. Da wäre meine erste Frage, hast du da so eine Wahrscheinlichkeit in deinem Kopf irgendwie? Hast du eine Tendenz, wo du hintendierst? Wird es kommen oder wird es nicht kommen? Weil, also die Frage stelle ich mal stellvertretend für viele hunderte, tausende Leute da draußen. Und vielleicht im Anschluss daran direkt, siehst du nicht auch noch ein viertes Bedrohungsszenario? Neben Bundesrat und EU-Recht und anderem, dass eventuell, selbst wenn es jetzt beschlossen werden würde, die CDU dann in 2025 das wieder zurücknehmen könnte. Für wie wahrscheinlich würdest du so ein Szenario halten? Also meine Zuversicht ist wesentlich gestiegen seit diesen Anhörungen und seit eben das Go vom Lauterbach kam und seit ich jetzt wirklich gemerkt habe, jetzt geht es da los. Ja, das hat irgendwie ein paar Schranken gelöst, ein paar Blockaden gelöst.
Ich kriege jetzt auch mit, wie andere Ministerien involviert werden. Genau das, was Blinert gesagt hat. Eben, die waren in Anhörungen schon dabei, die waren Zuschauer sozusagen, stille Zuschauer. Da hat man nicht viel von mitgekriegt, aber man hat eben in der Webex-Online-Dings da, da hat man eben die Kacheln gesehen. Andere Ministerien waren dabei, die haben zugehört. Und ich habe auch jetzt anderweitig mitbekommen, dass andere Ministerien aktiv sind und versuchen da jeweils für sich irgendwie ihren Kram zu regeln. Da bin ich guter Dinge auf Bundesebene. Also, dass der Bundestag das schafft, dieses Gesetz zu verabschieden. Bis dahin würde ich sagen 80%. Bundesrat halte ich für ein Riesenproblem. Das mag wohl irgendwie sein, dass sie es hinkriegen, da mit der CDU zu verhandeln. Oder dass irgendein CDU-Landesverband umkippt. Ja, ein paar sind ja vielleicht schon so ein bisschen am Diskutieren. Aber es gibt noch keinen CDU-Verband auf Landesebene, der sagt, ja, Legalisierung ist gut. Ganz im Gegenteil. Die sind alle jetzt irgendwie am Randalieren seit Ampel irgendwie und seit dem Beschluss, wie furchtbar Cannabis ist, wie schrecklich das wird mit der Legalisierung. Ja, die Welt geht unter und so. Warum sollten die da auf einmal zustimmen? Und das Gesetz so zu stricken, dass es nicht zustimmungspflichtig ist im Bundesrat, halte ich für äußerst schwierig. Da müsste das schon ganz schön verdrehte Angelegenheit sein. Zum Beispiel wegen der Behörden. Also die Landes- und kommunalen Behörden müssen ja alles Mögliche machen in dem Zusammenhang mit dem regulierten Markt. Das Veterinäramt muss da mal hingehen, Lebensmittelaufsichtsamt und so, die müssen mal reingehen, ja, passt da mit der Hygiene. Irgendwer muss die Lizenzen vergeben, die Gewerbegenehmigungen da erteilen und so weiter. Das sind halt alles Behörden, die da involviert werden, wo man eben Zustimmungspflicht im Bundesrat hat. Weißt du, das erste Mal, dass ich das mitgekriegt habe, ist schon ein paar Jahre her, Kindergarten, ja, wo die gesagt haben, ja, wir beschließen das auf Bundesebene mal eben so, zack, Ganztagsbetreuung, Pflichtanspruch. Dann haben die Kommunen natürlich gesagt, so, das wollen wir mitbestimmen hier, weil das kostet uns einen Haufen Geld, das können die ja oben nicht einmal so beschließen. Und so ist das im Prinzip jetzt bei der Regulierung des Cannabismarktes auch. Das wird wahrscheinlich Zustimmungsgesetz sein. So, das senkt meine Prognose, wenn man jetzt nach Prozenten fragt, auf Richtung 50% wieder. Ich fürchte, das könnte ein echtes Problem werden. Und dass es dann doch einen Plan B geben wird. Zum Beispiel eben nur Eigenanbau und Entkriminalisierung. Ja, was wieder überhaupt nicht dazu passt, was die jetzt alle irgendwie gegen schnelle Entkriminalisierung gesagt haben, weil da profitiert der Schwarzmarkt und da ist die Gesundheitspolitik, hat ja gar nichts davon und so, ja, wo gar nicht gesehen wird, dass das auch bürgerrechtlich alleine schon ein eigener Wert ist, Leute zu entkriminalisieren. Ob sie das dann machen, weiß ich nicht. Das könnte da auch deswegen dann eben sein, oder dass sie gar keine Zeit mehr haben, ja, wenn das No vom Bundesrat kommt, dass gar nicht mehr genug Zeit übrig ist, ein neues Gesetzgebungsverfahren zu machen, zum Entkriminalisieren. Aber das Ganze kann auch noch im totalen Desaster enden, letztendlich. Ja, so viel dazu. Ja, das ist ganz schwer einzuschätzen, wie wahrscheinlich das jetzt ist, dass die Legalisierung kommt. Ich bin aber im Moment noch so rein bauchgefühlsmäßig über 50% unterwegs. Ja, ich hoffe, da ist vielleicht ein bisschen Hoffnung auch dabei. Aber trotzdem sind wir, glaube ich, im Moment der einzige Nationalstaat der Welt, der auch das Vorhaben überhaupt hat, regierungsseitig Cannabis zu legalisieren. Allein das ist eine historische Chance, die wir einfach nutzen müssen. Ja, also Wahrscheinlichkeit hin oder her, wir müssen das jetzt versuchen. Auch Thailand, ja, wo jetzt alle sagen, ja, das ging auch schnell, die haben jetzt auch legalisiert, ja, aber das ist aber gar nicht so. Kein Mensch weiß, was da wirklich gilt. Und jetzt sagt die Regierung schon wieder so, oh, die kiffen ja jetzt alle, das war doch nur Medizin gedacht, so, müssen wir jetzt wieder einschränken. Ja, mal gucken, was da jetzt kommt, aber mit der letzten Ansage, die da eben in die Richtung ging, würde ich auch sagen, auch Thailand ist kein Land, was wirklich Cannabis als Genussmittel jetzt offiziell regeln will. Und ich wüsste auch sonst keins im Moment. Also für so ein paar Ansätze, ja, ein paar sind kurz davor. So, was war da nicht noch ein zweiter Teil der Frage dabei? Also der eine war die Wahrscheinlichkeitsrechnung und das andere... Genau. Wenn die Ampelregierung das umsetzt und wir tatsächlich hier 2024, 2025 die ersten Geschäfte haben, trauen sich die Konservativen das zurückzudrehen? In Kanada haben sie ja schon angekündigt gehabt, sie würden es nicht tun, selbst wenn sie gewählt würden. Bitte. Ja, ich meine, die CDU ist ja irgendwie involviert. Wenn es klappt, das irgendwie durch den Bundesrat zu kriegen, an denen vorbei oder mit, das kann übrigens auch auf wilde Verhandlungslösungen rauslaufen, das sollte man auch erwähnen, dass die sagen, ja okay, wenn wir das mitmachen, dann wollen wir aber im Vermittlungsausschuss ne, alle möglichen restriktiven Details da reinkriegen. Dann wollen wir, dass Altersgrenze 28 ist und was weiß ich, THC-Obergrenze 10 und so ein Quatsch. Ja, das könnte das auch noch passieren, ja, dass das die einzige Möglichkeit ist, das überhaupt durchzubringen.
Aber ne, dann sind sie aber irgendwie involviert. Und dass sie dann zurückdrehen, ich glaube das nicht wirklich. Ich glaube, die rechnen selber auch damit, dass irgendwann legalisiert wird. Wir haben damals bei einer der ersten Umfragen in Fratestimab haben wir auch mal gefragt, rechnen Sie mit der Legalisierung von Cannabis in mittelfristiger Zeit? Und da haben jede Menge Leute, die eigentlich gegen Legalisierung sind, gesagt, ja, wird schon trotzdem kommen. Und ich glaube, dass das auch letztendlich so ein bisschen Grundfeeling in der Union ist. Die merken diesen internationalen Drive, die stemmen sich noch dagegen, die wollen das eigentlich nicht. Aber wenn einmal da ist, dass sie zurückdrehen, ich glaube, die sind dann froh, dass sie das nicht selber machen mussten, ja, dass sie da nicht gebasht worden sind und dann lassen sie das aber laufen. Vor allen Dingen, wenn die Shops schon eröffnet haben. Das halte ich noch für einen wichtigen Punkt dabei, ja, wenn das jetzt lange dauert und die Lizenzen und das Gesetz jetzt kurz vor der Wahl meinetwegen verabschiedet wird und es noch gar keine Lizenz vergeben und noch nichts passiert, dann ist es leichter zurückzunehmen, weil dann eine Theorie ist, die zurückgenommen wird. Aber sobald schon irgendwas mit Praxis ist, wo die dann im Prinzip, und wenn es nur Anbauclubs sind, das geht ja viel schneller als im Laden letztendlich wahrscheinlich, ne? Die hast dann rucki zucki dann aufgebaut und die ersten Pflanzen da stehen und dann muss die CDU Polizei dahin schicken und muss Leute festnehmen lassen und so weiter, damit die das wieder aufhören. Das sehe ich nicht so richtig. Das glaube ich nicht, dass sie das machen. Aber auch nur Bauchgefühl, ja. Nächste Frage. Die Gelegenheit, ja, so bei den News könnt ihr nicht fragen. Da erzähle ich gnadenlos drauf los. Jetzt eure Chance. So, ich nochmal. Du warst ja bei den 5 Hearings dabei. Warst du da selber auch als Experte gefragt oder was für Experten sind das, die dort gefragt werden? Ja, so klar, waren nur Leute bei, die gefragt waren. Davon rede ich halt. Ne? Bei dem letzten Hearing waren ja auch Gäste dabei. Aber ich war als Experte bei allen dabei. Und das sind im Wesentlichen Organisationen, ganz selten auch mal Einzelexperten. Ich glaube, Richter Müller war einer von denen, der einfach als Richter Müller da war, aber nicht jetzt für irgendwen, weil gleichzeitig Hubert Wimber für Lieb dabei war. Und diese Reihe der Organisationen, wir haben das jetzt gerade mal auf unserer Seite auch auseinandergedröselt mit ein paar von den Eckpunktenpapieren, handverband.de, ja, können wir nochmal gucken. Da haben wir geguckt, weil ich darf ja nicht so viel erzählen aus diesen Hearings, ja, das ist ja vertraulich und so, ne, damit man irgendwie offen sprechen kann. Verstehe ich auch, ja, die wollen nicht, dass irgendwelche blöden Sachen, die irgendwer konkret gesagt hat, von uns jetzt skandalisiert werden als Handverband und auf einmal 100.000 Leute sich da bei denen beschweren oder so, ja, verstehe ich irgendwie. Aber wir haben die Eckpunkte mal verglichen. Ja, was fordern denn die einzelnen Organisationen da? Und wer ist denn da überhaupt? Ne? Und das sind eben im Wesentlichen Organisationen, die irgendwie aus dem Medizinbereich kommen, aus dem Gesundheitsbereich. Dadurch, dass wir im Prinzip die letzten 20, 30 Jahre schon relativ gut aufgestellt sind in Deutschland bei niedrigschwelliger Drogenhilfe oder überhaupt Drogenhilfe, ja, dass das überhaupt gibt, dass wir einigermaßen viele Entzugsstationen haben, psychosoziale Betreuung von Leuten, die Probleme haben, kommunalen Drogenberatungsstellen und so. Da gibt es jede Menge Leute, die arbeiten in dem Bereich und da, wo Leute in Bereichen arbeiten, gibt es auch Organisationen dazu. Da hat man dann die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, da hat man Akzept e.V. als Sachverband für niedrigschwellige Drogenhilfeeinrichtungen, da hat man dann eher die konservativ-restriktiven Fachverband Drogen und Rausch oder so ähnlich und dann hat man die eher so medizinisch orientiert sind, die im Substitutionsbereich unterwegs sind. Ganz viele Sachen, wo Sucht im Namen drinsteht. Ja. Und von der Masse her, deswegen meinte ich am Anfang, ist wichtig, ob die das jetzt quantitativ oder qualitativ auswerten, weil natürlich die Masse der Organisation, die da war, eher in die Richtung tendiert. Da sind zwar auch viele dabei, die sind für Legalisierung, auch schon lange. Berliner Suchthilfeszene sozusagen ist fast 100% für Legalisierung, bis auf Synanon so ungefähr, ne? Alle anderen sind dafür. Aber diesen Problemblick haben die trotzdem alle. Wie ich sagte, die versuchen dann eben mit den Regulierungen da im Laden irgendwie normale Leute zu retten die ganze Zeit, anstatt zu sagen, okay, das sind ja ganz normale Konsumenten, ja, nur 10% von denen haben ein Problem. Und jetzt lass mal gucken auf die 90, die kein Problem haben. Das sind halt ganz normale Leute, die ein Bier kaufen oder einen Joghurt kaufen oder irgendwie ein Konsumgut kaufen wollen. Ja, dann macht man nicht so Theater deswegen. Aus dem Bereich, da waren nicht viele da. Das war dann eben, ja, Handverband, ich, dann der Branchenverband, Cannabiswirtschaft, da, das kann man auch mal gut nochmal
sagen, weil die auch ein gutes Eckpunktepapier haben, das ist unserem eigentlich noch am nächsten, aber eben aus Sicht der Unternehmen, ja, wo die nochmal ganz andere Sachen fokussieren dann dabei. Akzept e.V. natürlich auch, die sind auch für Legalisierung, weil Max Plenert dann da, das war auch nett, da so ein bisschen ja, in eine gemeinsame Richtung zu gehen. Was aber aufgefallen ist, dass die gar nicht so viel gesagt haben da. Die haben so allgemeine Vorstellungen, ja, und wie das Cannabis ist gefährlich, ja, da müssen wir alles ganz aufpassen, dass das alles nicht so Wildwest-Kapitalismus wird, ne, so allgemeine Sachen sagen die dann da. Aber die Blinert und sein Büro, die müssen da jetzt eben diese ganzen tausend Entscheidungen fällen und sagen, ja, wie soll man denn jetzt irgendwie, was für eine Altersgrenze soll man denn machen und was für eine Ausbildung sollen überhaupt die Verkäufer haben? Ja? Soll das irgendwie 3 Jahre dauern? Soll das ein Cannabis-Einzelfachverkäufer-Dings da werden mit Berufsschule und alles? Oder reicht da ein Zertifikat für eine Schulung für ein paar Wochen? Ja, das, sowas will der hören da, ne? Und nicht, Cannabis ist gefährlich, wir müssen das irgendwie im Zaum halten. Ja, das bringt dem ja nichts. Und zu den ganzen konkreten Fragen, die da hatten, haben diese ganzen Organisationen relativ wenig zu sagen gehabt. Am Ende lief das eben drauf raus, wegen unserer Vorbereitung mit den Eckpunkten und der ganzen Diskussion, Cannabis Normalkonferenz und so, ne, da waren wir halt voll drin in diesem Film, die ganzen bekloppten, nerdigen Details uns zu überlegen, dass ich da dann eben auch proaktiv sehr viel reden konnte, ja, und sehr viel beitragen konnte zu der ganzen Sache. Ich glaube, keiner hat so viel geredet da von den ganzen Experten wie ich und auch wirklich eben Sachen, die da gebrauchen können, weil das eben genau die Details sind, auf die wir uns vorbereitet haben, wo die anderen eher sagen, ja, der Fachverkäufer soll Süchtige erkennen. Habe ich jetzt ungefähr die Frage beantwortet, sonst frag nochmal. Ich habe noch eine andere Frage. Nehmen wir mal an, die Legalisierung kommt, dann werden viele der Startups, die jetzt hier ausstellen, nicht mehr lange existieren, weil sie ja entweder aufgekauft werden oder von Konzernen aus dem Markt gedrängt werden. Wie geht es dir dann damit, dass dann du dafür gesorgt hast, dass Pharma oder Brauereien oder Tabakkonzerne ein neues gewinnbringendes Segment in ihrem Portfolio haben? Also mein Bestreben bei der ganzen Sache ist, in den Hearings oder Bar oder eben auch in den Eckpunkten, ja, ich weiß nicht, ob du die kennst, unsere Eckpunkte, guckst du handverband.de, auch aus Sicht der Konsumenten, ist natürlich wichtig, dass wir einen vielschichtigen Markt haben mit vielen kleinen Anbietern, ja, keine Oligopole, nicht nur 5 Firmen, die den ganzen Markt beherrschen und was weiß ich, Marlboro-Gras, ja, in der Packung oder so, was dann irgendwie in Zigaretten verkauft wird oder so. Das will keiner. Also wir jedenfalls nicht. Ja, beim Handverband will das keiner. Und wir immer überlegt haben, okay, was kann man denn tun, um kleine Unternehmer zu fördern? Und zu gucken, dass die eine Chance haben, zumindest in dem Bereich mitzuspielen. Dass man nicht wahnsinnig hohe Lizenzgebühren hat zum Beispiel, wie wir in Kalifornien sehen, dass irgendwie so ein Familienbetrieb das gar nicht bezahlen kann. Und auch, dass die Bürokratie nicht so ausufernd ist am Ende, ne, dass die in Papierkram ersaufen. Ja, ein guter Grower, der einfach nur irgendwie ein paar Quadratmeter Spitzenware produzieren will, ja, und zum High-End-Preis verkaufen will oder Biobau um die Ecke, sage ich mal gerne. Ja, ich will Gras vom Biobau um die Ecke, so Sonne gesehen haben und so, wunderbar. Eben nicht Konzernzeug, ne? Nicht, ich dachte auch eben, so die großen Kanadier, die wollen eigentlich auch nur Indoor, ne? In diesen Bunkern da anbauen, weil das eben das perfekte High-End-Gras ist mit der besten Marge. Wir sind da immer mit dem Aspekt reingegangen, wie können wir Kleinen eine Chance geben? Was aber für mich nicht bedeutet, wir verbieten die Großen. Das könnte man ja auch sagen. Ja, kriegen überhaupt nur Unternehmen Lizenzen, die eine gewisse Größe nicht überschreiten. Oder die kriegen nur Lizenzen für 10 Kilo im Jahr oder so. Ja, dafür haben wir 1 Million Lizenzen. Und verschiedene Anbieter. Das würde im Prinzip unsere Wirtschaftsordnung sprengen. Ja, so, das fand ich immer komisch bei den Linken, die gesagt haben, wir wollen eigentlich nur Anbauclubs, um Kommerz rauszuhalten. Wir wollen ein nicht kommerzielles System für den Zugang zu Cannabis haben. Und nur deswegen, weil wir das eben kann bei Cannabis. Ja? Die wollen ja auch im Prinzip die Prohibition bei anderen Drogen beenden. Die werden nicht auf die Idee kommen, einen MDMA-Brau-Laborclub irgendwie gründen zu wollen. Ja, da macht das sowieso am Ende Pharma. Das macht keinen Sinn jetzt, weil so ein sozialistisches Experiment bei Gras zu starten und nur Anbauclubs zuzulassen, ja, weil ich will ein Fachgeschäft haben, ja, ich will auch mal einfach ganzen Gelegenheitskonsumenten, die wollen nicht gleich irgendeinen Club eintreten für jedes Produkt, was sie 3-mal im Jahr kaufen. Also
Kleine fördern war immer die Maxime. Ein paar Vorschläge haben wir gemacht, wie das gehen kann. Aber dann entscheidet doch der Kunde. Dann bin ich dafür verantwortlich, wenn ich sage, ich habe dazu beigetragen, ein offenes System zu haben, wo jeder eine Chance hat, ein Angebot zu machen. Und dann seid ihr das doch als Kunden, jeder Einzelne, zu entscheiden, wo kaufe ich. Kaufe ich das billigste Gras, was geht, beim Großkonzern? Kaufe ich das hübscheste Gras, was geht, unter Lampe beim Großkonzern? Oder gucke ich mich in der Region mal um, wer da noch anbietet und was für Spezialitäten die vielleicht anbieten. Ja? Ich kann mir vorstellen, da um Freiburg rum, schön sonnige Gegend, ja, dass die dann da besonders schönes Gras anbauen, ein paar spezielle Sorten vielleicht sich überlegen oder so. Ja, Freiburger, was weiß ich, es gibt ja tolle Namen. Ne? Das soll möglich sein. Und wir als Kunden entscheiden dann am Ende, wer den Markt macht. Und ich nehme an, dass das so ähnlich sein wird wie bei Lebensmitteln, dass irgendwie 80-85% erstmal Konzernzeug ist, ja, weil die Leute das halt wollen. Puh, ist halt so dann. Und die restlichen 10-15% sind dann Nische für eben die ökologisch Orientierten, für die regional Orientierten, die den Anbau kennen können wollen. Ja, die wollen da mal vorbeigehen. Hofladen, ja, stelle ich mir zum Beispiel vor, auch als Fachgeschäft. Kann man auch so einrichten. Das soll es geben. Und wir entscheiden am Ende, was dabei rauskommt. Ja. Moin. Einmal zu THC-Obergrenzen zurück. Nach deiner Einschätzung nach, wie wahrscheinlich wird eine kommen und wie wird sie sein? Ja, also wie hoch wird sie dann letztendlich sein? Und wurde in den Hearings auch über das Werbeverbot gesprochen, das die Grünen in ihrem Gesetzesentwurf vorgeschlagen haben? Kann sein, dass ich gleich wieder frage. Werbeverbot und... Was war das erste? Stichwort nochmal? Obergrenze. Ob die kommt und wie die aussieht und so, ja. Genau. Da würde ich mich einfach gar nicht zu äußern wollen, jetzt erstmal gerne, weil das Spiel ist noch komplett offen. Und wenn ich jetzt hier erzähle, ja, ich glaube, da wird eine Obergrenze von 20% kommen, ja, dann guckt sich ja Bienert halt an und sein Büro, ja, sogar der Handverband hat schon mit abgeschlossen, dass das kommt, ja, kein großer Widerstand zu erwarten. Von uns ist Widerstand zu erwarten, ja, wegen Obergrenzen bei THC. Deswegen sage ich dazu jetzt nichts. Aber es gibt halt wichtige Player, die Obergrenzen wollen, viele auch. Und das Problem oder richtiges Thema geht ja überhaupt erst los bei Isolaten. Einzelner Cannabinoide, das ist ein Punkt. Ja. Also die meisten an diesen Anhörungen, glaube ich, haben die Vorstellung, dass es um Hanfblüten geht und nichts anderes. Hanfblüten. Das merkt man auch schon, wenn die über Durchschnittswerte von THC beim jetzigen Marktniveau reden. Dann kommen die mit Durchschnittswerten von Hanfblüten an. Aber Hasch, ja, das ist dann schon irgendwie, da muss man mal dran erinnern. Ja. Leute, Hasch muss man auch regeln. Ja, was ist los, Leute? Das hat höhere THC-Werte. Aber wenn man dann ankommt und sagt, ja, was ist denn mit einzeln verkauften, isolierten Cannabinoiden? Pures CBD. Na hier, tausendfach irgendwie auf der Messe im Angebot. Das ist auf dem Markt, das Zeug. Ja? Und auch CBN und CBG und was weiß ich, das wird jetzt schon alles einzeln verkauft. Wie wollen wir denn damit umgehen? Und THC einzeln. Und was ist mit Delta-8-THC? Und mit Tate-Dingsa-Bumsa, was sie jetzt hier wieder neu irgendwie auf der Messe haben. Irgendwie knallt wie Sau. Natürliches Cannabinoid, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, kein Synthet, also keins, was eben diese neuen psychoaktiven Substanzen da, die es gar nicht gibt im Hanf. Selbst im Hanf gibt es 1000 Cannabinoide, die man da extrahieren kann, einzeln verkaufen kann, das passiert da draußen. Ich bin der Einzige, der das überhaupt mal erwähnt hat in diesen ganzen Hearings. Ja, das sind Sachen, da, das muss erst mal sacken da irgendwie. Ne? Das weiß kein Mensch, was da passieren wird in die Richtung. Das spielt halt auch voll in diese Obergrenzen-Sache mit rein. Kriegen wir das, wie regelt man das, ja? Ich bin selber auch gar nicht so sicher, was ich davon halten soll, letztendlich, ob ich das gut finde, wenn pures THC verkauft wird. Aber letztendlich ist das die Realität und auch da ist am Ende eine Bestrafung wahrscheinlich nicht das Optimale, was man machen kann, sondern muss man halt Leute aufklären, ne? Wir haben schon auch Hinweise aus den USA, dass das mehr Leuten irgendwie nicht gut bekommt, dieses extrem starke Zeug, ja, wie halt Sanftblüten. Tendenziell ein bisschen, ja, das ist jetzt auch kein Killer- und Mörderkraut, ja, aber das, oder, Pump, ja, was weiß ich, Klebezeug. Aber hat schon ein bisschen mehr Risiken als das andere und muss man Leute aufklären. Edibles, das ist auch noch ein Riesending, ja, ob Edibles kommen oder nicht.
ganz großer Grabenkampf irgendwie. Verständlicherweise, ja, kann man besser überdosieren, kann man besser irgendwie scheiß von drauf kommen. Das Gute daran ist ja nur, dass da keiner dran stirbt. Und auch da, wenn man da jetzt sagt, irgendwie, das ist auf dem Markt, das gibt auf dem Schwarzmarkt, Darknet, ja, und so. Ein Haufen Gummizeug mit THC mittlerweile. Muss man denen auch erstmal sagen. Mal gucken, was sie damit anfangen, ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe keine THC-Obergrenze, weil damit verlieren sie Marktanteile. Und das Positive dabei ist immer, die kapieren, dass sie den Schwarzmarkt verdrängen müssen. Schwarzmarkt muss weg, das ist das Allerwichtigste. Das ist auch gesundheitsschutzmäßig das Allerwichtigste. Ja? Egal, was im Laden passiert, wie da die Beratung ist, ob man Süchtige kennt oder nicht. Das Wichtigste ist, dass die Leute im Laden kaufen, geprüfte Qualität, ohne Streckmittel, ohne künstliche Cannabinoide und ohne viel zu viel Pestizide und Düngerrückstände, was weiß ich. Das ist der größte Gesundheitsschutz, den wir haben. Und das haben die begriffen. Ja, trotzdem weiß ich nicht, ob sie Edibles zulassen, ne? Und was sie mit dem THC-Obergrenzen-Dings machen. So, hier vorne hatte sich auch noch jemand gemeldet. Nochmal wegen dem Werbeverbot. Wurde das besprochen? Werbeverbot, ja genau, sorry. Klar, wurde besprochen. Wird kommen, ja, bin ich mir sicher. Das fordern wir auch. Finde ich auch sinnvoll, Werbeverbot. Die Leute sollen selbstbestimmt in den Laden gehen können, ohne Stigmatisierung, ohne Verurteilung, in ein Fachgeschäft gehen können, wenn die Cannabis haben wollen. Aber die sollen nicht an jeder Ecke angeboten kriegen. Dahinter steckt ja auch, das steckt ja auch hinter diesem Fachgeschäfte-Ding, dass ich nicht im Supermarkt rumlaufe und an den Regalen vorbeilatsche, ja, auch wenn ich gar nicht Cannabis kaufen will oder eine Droge kaufen will. Das ist auch bei Alkohol ein Problem. Alkohol gehört auch in Fachgeschäfte. Wenn ich Alkoholiker bin oder war, hab das gerade hinter mir, ja, oder hab Probleme damit, irgendwie den Finger davon zu lassen und gehe einkaufen, ein Brot kaufen, ja, und ich habe gar keine Chance, irgendwie in den Supermarkt zur Kasse zu kommen, ohne an 10 Meter Weinregal lang zu latschen und dann irgendwie an der Kasse nochmal den kleinen Schnaps vor der Nase zu haben und der kriegt mich dann, ja, den nehme ich dann mit. Das muss doch nicht sein, ja, die Leute sollen selbst entscheiden, ob sie das konsumieren oder nicht, ist komplett deren Sache, ja, soll auch keiner reinreden, aber soll auch nicht mit Millionenbudgets an Werbung irgendwie den Leuten eingetrichtert werden, dass sie eben eine Droge konsumieren sollen, die potenziell natürlich auch nicht harmlos ist, ja, die Schaden verursachen kann und da sollen die Leute möglichst also bewusst mit umgehen, auch mit den Risiken und Problemen, ohne da in die eine oder andere Richtung gelenkt zu werden. Ob das, ja, also ich gehe davon aus, dass ein Werbeverbot kommen wird, wobei wir noch zumindest einbringen und sagen, im Laden selbst soll Werbung möglich sein, in Fachzeitschriften soll Werbung möglich sein, weil da sowieso irgendwie nur Konsumenten unterwegs sind, ja, die man jetzt nicht da irgendwie hintreibt, und auch im Online-Auftritt eines Ladens, ja, wir sind ja sagen, okay, Online-Handel soll möglich sein, wobei jetzt sich rauskristallisiert hat so ein bisschen der Vorschlag auch, um da, die haben Angst davor, ja. Wenn die sehen, die Altersgrenze im Internet, wie das im Moment ist, ja, kriegt man halt ja an. Ich bin 18. So, ne, das haben die so im Kopf und haben da Angst vor, dass das irgendwie mies läuft und dass es dann auf einmal doch viel mehr Anbieter gibt. Jeder, der online irgendwie so einen kleinen Grasvertickungsladen da irgendwie aufbaut, da hat man gesagt, okay, das dürfen nur die, die auch ein Fachgeschäft vor Ort haben. Ne, wo man klar hat, irgendwie Einzelhandel ist da auch, die können die Lizenz verlieren, die wollen die nicht verlieren, ne, und die kümmern sich auch vernünftig um die Altersgrenze und so. Das wäre noch vorstellbar, dass da dann auch Werbung auf dieser Seite ist, nachdem die Leute die 18er Altersschranke überwunden haben und sowieso im Grasladen sich eingeloggt haben sozusagen, ja, dass man dann da auch Werbung machen könnte, können wir auch vorstellen. Ja, genau, nächste. Einmal auch noch kurz zu dem Werbeverbot. Wie könnte so ein Werbeverbot im Grunde dann aussehen? Heißt das bei einem Geschäft jetzt im Laden? Heißt das, von außen darf nicht erkennbar sein, was das für ein Laden ist? Es dürfen keine Farben verwendet werden oder es darf kein Angebotsschild draußen stehen. Also was bedeutet dieses Werbeverbot beispielsweise in einer Fußgängerzone? Und Ja, bin mal gespannt. Also gerade Werbeverbot ist natürlich auch so ein klassischer Graubereich. Ja, irgendwelche Möglichkeiten werden Sie immer finden, dazu machen. Bei den Zigaretten war das ja zum Beispiel dann so, dass sie dann irgendwie plötzlich so in die Street-Promotion reingegangen sind, ne, dass dann irgendwie die ersten Einschränkungen kamen. Aber auf jedem Festival waren Leute, die Zigaretten verteilt haben und so, wo sie dann wieder nachreguliert haben, dass das eben doch nicht geht. Und so ist natürlich auch die Frage, wie sieht denn so ein Laden von außen aus? Ich würde jetzt nicht zu päpstlich machen, ja, von mir aus kann da ein fettes Handblatt außen dran sein, ja, man soll ja auch wissen, wo der Laden jetzt ist, ja, der soll ja, am Ende finde ich die Kundin gar nicht. Das ist schon okay. Die Frage ist natürlich dann, wie sieht das Schaufenster aus? Sollen da einzelne Produkte drin ausgestellt werden dürfen? Das ist ja auch so eine Art Werbeplattform dann. Puh.
Also ich denke, dass auch das nicht möglich sein wird, dass das nicht kommt, dass man da eben Schaufensterwerbung hat. Das wäre mir persönlich jetzt aber auch jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, ja, ob die da jetzt im Schaufenster irgendwie ein paar Produkte hinstellen oder nicht. Pures Gras werden sie wahrscheinlich nicht da liegen haben, ne? Vielleicht entspannt sich das Ganze auch mit der Zeit dann so ein bisschen nochmal, ne? Oder gleicht sich auch mehr an zu Alkohol. Das ist sowieso ja unsere Forderung, wir wollen eine Angleichung zu Alkohol. Und auf Dauer macht das keinen Sinn, natürlich diese ganzen restriktiven Sachen, die wir jetzt hier auch vorschlagen, wo wir selber befürworten, ja, tu das in Fachgeschäften, mach keine Werbung dafür. Das muss natürlich bei Alkohol auch passieren, sonst ist das natürlich überhaupt nicht konsistent und gibt überhaupt keinen Grund dafür, Cannabis irgendwie stärker zu regulieren, härter zu regulieren als Alkohol und Tabak. So, ist das Mikro irgendwo unterwegs oder kann man echt nicht gut gucken hier? Hier vorne war eben noch eine Meldung. Da so in der Gegend? Da so. Ja, hallo. Das Ding ist, Werbung hin oder her, sobald es legal ist und entkriminalisiert ist, wird der Konsum ja auch normalisierter, oder nicht? Und was wird der? Ne, der Konsum, dass einfach in der Gesellschaft normalisierter wird, nicht wahr? Und da Sie auch schon meinten, dass Gras auch Nebenwirkungen haben kann, besonders in der psychischen Hinsicht, kann sein, ich habe selber Erfahrungen damit gemacht und Leute im Bekanntenkreis, meinen Sie dann nicht auch, dass es sozusagen ein Grund dafür sein könnte, dass es noch mehr psychische Erkrankungen kommen könnten. Ich bin nicht dagegen, das will ich noch kurz sagen, aber das ist halt eine Sorge, die ich auf jeden Fall hätte. Das ist auch ein wichtiges Gegenargument. Das ist übrigens auch ein Punkt, ja, der noch irgendwie echt Probleme bereiten kann, dass dann irgendwie Wellen von irgendwelchen Informationen rumlaufen, eben wie zum Beispiel, das wird zu mehr Psychosen führen. Da gerade vor 2 Wochen oder was ist der der UNO-Drogenbericht rausgekommen, also Weltdrogenbericht, wo genau das Thema gefeatured worden ist, wo gesagt wurde, wir haben mehr Kosten im Gesundheitssystem zu erwarten, weil die ganzen kaputten Leute durch die Kifferei dann irgendwie da aufschlagen und Beratungen brauchen. Da steckt ja der Gedanke dahinter, wird mehr konsumiert durch Legalisierung oder nicht? Das ist ja überhaupt immer so, ja? Weil so im Grunde haben wir ja den ganzen Markt, es geht nur darum, den anders zu organisieren. Das ist unser Ansatz. Der Markt ist da. Millionen Konsumenten, 400 Tonnen Cannabisprodukte, die verbraucht werden in Deutschland. Das müssen wir besser regulieren, als das über den Schwarzmarkt zu verticken. Und dann eben der Gedanke, wird das denn mehr, wenn wir die Leute nicht mehr verfolgen dafür? Also Frau Lüttke geht ja zum Beispiel davon aus, deswegen will die jetzt nicht entkriminalisieren, weil das natürlich dann tatsächlich den illegalen Strukturen mehr Umsatz verschaffen würde. Und die Frage, ob mehr Leute im psychischen Bereich Probleme kriegen, hängt auch damit zusammen, werden mehr konsumieren. Also besonders auch junge Leute, ne, die dann, je jünger die Leute anfangen, je mehr die konsumieren, desto größer sind die Risiken. Das gilt letztendlich auch für diesen psychischen Bereich, zumindest wenn man jetzt mal jung annimmt, bis unter 30, 35 sowas. Ne? Weil es geht ja um Leute, die eine Vorbelastung haben im psychischen Bereich. Es geht nicht um eine Verursachung von psychotischen Episoden bei gesunden Leuten, die das sonst nicht kriegen würden. Aber die vorbelastet sind, die können früher kriegen, die können schweren Verlauf haben, wenn sie weiter konsumieren und so. Das heißt, ein Anstieg wäre nur dann zu erwarten, wenn auch der Gesamtkonsum ansteigt. Dafür haben wir bis jetzt keinerlei Hinweise, auch wenn das erstmal logisch klingt. Ja, ich hätte das vorher jetzt auch nicht so gesagt, so, das wird auf keinen Fall passieren. Aber die Daten, die wir haben, sagen das alle. Jedenfalls bei den jungen Leuten. Das Einzige, wo wir relativ stabil Konsumanstiege sehen, sind ältere Leute. Ne? So die Silver Ager in Kanada, so Leute mit 45, 50 aufwärts, ne? Die mit den grauen Haaren, die bis jetzt nicht so eine hohe Griffnähe hatten, die nicht so viel Bekannte haben, die mal eben was mitbringen können, weil das in jüngeren Generationen mehr verbreitet ist oder die mehr zu verlieren haben vom Job her. Die gehen dann mal in so einen schönen, sauberen Laden rein, probieren das mal, trinken weniger Wein am Abend und sie kriegen keine Psychosen. Und auch auf europäischer Ebene gibt es Untersuchungen zu der Frage, wie wirkt sich liberale oder restriktive Drogenpolitik auf den Konsum aus? Und da zeigt sich kein Zusammenhang damit. Ja, so ein total restriktives Schweden haben die sich angeguckt und Frankreich, wo man auch noch irgendwie für relativ simple Sachen relativ hohe Strafen abkriegen kann. Und andere liberale Länder, ne, die dann
Also da gibt es alle möglichen Kombinationen. Harte Restriktionen, hoher Verbrauch, harte Restriktionen, niedriger Verbrauch, umgekehrt, relativ laxes Gesetz, hoher Verbrauch, niedriger Verbrauch, überhaupt kein Zusammenhang. Ja, das hat ganz andere Gründe, warum Leute konsumieren oder nicht. Kulturelle Gründe, was weiß ich, welche Musikszene ist gerade irgendwie in oder was. Ne? Ist Reggae und Hip-Hop wieder im Vormarsch oder nicht. Das sind die Gründe, wie viel konsumiert wird. Deswegen will ich Werbung raushaben. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja, das könnte die Sache vielleicht wirklich noch mal ein bisschen befeuern. Davon gehe ich zumindest aus, ja, auch ohne dass ich das jetzt irgendwie mit Studien nachlegen könnte. Aber zumindest im Tabakbereich ist das wohl so, dass Werbung eben auch den Konsum steigen lässt. Die Konzentrate könnten problematisch sein, das müssen wir noch mal beobachten. Das haben jetzt ein paar Leute in den USA behauptet jedenfalls, ja, dass dadurch die Einweisungen und so weiter gestiegen sind. 100% weiß ich aber nicht, ob das wirklich stimmt. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, wie die Entwicklung ist, wie die weiteren Studien jetzt sind. Da müssen wir eventuell auch nachsteuern dann. Ne? Mal sehen. Aber vor allen Dingen wird die Enttabuisierung, die mit der Legalisierung zusammenhängt, das wird normal. Das wird auf jeden Fall eher positive Effekte haben, weil dann Leute viel früher bereit sind, über Probleme zu sprechen und ihren Konsum aufzudecken, wenn sie zum Arzt gehen zum Beispiel. Von irgendwelchen Problemen berichten. Das wird zum anderen Schulunterricht führen, wenn nicht immer die Polizei Präventionsunterricht macht, ja, und da den Leuten erzählt, dass sie bei Alkohol aufpassen müssen, ja, dass sie irgendwie nicht zu viel saufen und beim Cannabis, dass sie auf gar keinen Fall anpacken dürfen, weil sie sonst irgendwie keinen Führerschein kriegen und so. Ja, wenn das aufhört, dann würde es auch einfacher sein, eben Leute zu erreichen, auch mit Hilfsangeboten. Ich gehe nicht gerne in eine staatliche Drogenberatungsstelle, wenn derselbe Staat mich verfolgt für meinen Konsum. Das ist natürlich abschreckend. Und von daher, deswegen sind auch viele Suchtberatungsstellen für Legalisierung, ne, weil die das als Problem ansehen, weil die da merken, irgendwie, sie kommen nicht ran an die Leute. Unterm Strich glaube ich jedenfalls nicht, dass es zu mehr Problemen in dem Bereich führt. So, war jetzt hier vorne, ne? Du hast jemand schon ewig gemeldet, oder? War da nicht noch was? Nicht? Okay, da ist er weg. Grüß dich, Georg. Entschuldigung, erstmal, ich bin zu spät gekommen. Vielleicht war das schon Thema, aber bezüglich den psychischen Erkrankungen habe ich den Eindruck, dass keine Differenzierung stattfindet zu den synthetischen Cannabinoiden, Kräutermischungen und so. Also meiner Einschätzung nach wäre das wahrscheinlich der höchste Anteil daran. Klar sind THC-Werte jetzt gestiegen beim Cannabis, aber gibt es da Trennung? Wissen die das überhaupt? Also das ist nochmal ein schönes Stichwort auch in Richtung zu unseren Eckpunkten hin. Wir haben ja auch das Kapitel Evaluierung da drin. Also das haben wir gemacht im Prinzip, damit nicht nur Konsumentenraten verglichen werden, vorher, nachher. Ja, man könnte ja am Ende sagen, okay, bei den Jugendlichen hat sich nichts getan, bei den 50-Jährigen sind es 5% mehr, also ist die Legalisierung gescheitert, weil mehr konsumiert wird oder sowas. Ne? Sondern dass man auch alle möglichen anderen Faktoren mit betrachten muss, eben auch negative Folgen der Prohibition mal begucken muss, ja, zum Beispiel Qualität, Lungenprobleme, ne, wie entwickelt sich das, macht die Abwesenheit von Streckmitteln eventuell da einen positiven Effekt. Und dazu gehört auch die Betrachtung von Einweisungen in psychiatrische Einrichtungen im Zeitraum von lange vor der Legalisierung. Ja, wir haben vorgeschlagen, da ab 2000 mit anzufangen, weil da noch normale Werte, also nur durch Cannabis beeinflusst sozusagen da waren und die synthetischen Zusätze da erst so 2007 rum aufgetreten sind. Und ich glaube, dass es da einen Anstieg gegeben hat bei diesen psychiatrischen Einweisungen. Und darüber könnte man das im Prinzip nachweisen, dann nochmal, dass man sagt, okay, wir gucken uns nicht nur an, ein Jahr vor der Legalisierung, ein Jahr nach der Legalisierung, was da passiert ist, sondern gucken uns den ganzen Zeitraum nochmal an, ab 2000. Und dann eben diese Korrelation mit den synthetischen Cannabinoiden, soweit wir die wissen. Also ich sehe das auch so, das dürfte einen erheblichen Bereich ausmachen. Ich glaube auch, dass das von dem Anstieg, den wir so sehen, vor dem ja auch immer gewarnt wird jetzt, das ist alles ganz schlimm, mehr psychiatrische Einweisungen, dass das zum ganz großen Teil auf die Chemiezeugs zurückgeht, was eben mittlerweile auch auf den Blüten landet.
Na, wird das jetzt langsam hier Tröpfele zu. Ich glaube, wir können doch nicht mehr, ne? Es gibt ja gleich schon den nächsten Vortrag. Wir haben jetzt noch 2 Minuten, hätten wir jetzt noch. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht unbedingt bis zum letzten auswringen. Dann bleibt mir nur noch der Hinweis, ja, wir brauchen nach wie vor eine Lobby. Es ist noch nicht vorbei mit der Legalisierung. Wir freuen uns weiterhin über Unterstützer, Fördermitglieder beim Deutschen Handverband, damit wir das wirklich jetzt hinkriegen, ja, damit wir alles tun können, um das Ganze irgendwie noch über die Ziellinie zu bringen und das zu möglichst konsumentenfreundlichen Bedingungen. Vielen Dank.